Ah, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Ways of Champions, veranstaltet vom Virtual Racing e.V. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier zu den Finalrunden. Also heute sind alle Runden ab dem Viertelfinale hier live zu sehen. An meiner Seite mal ein bisschen Abwechslung, nämlich nicht Sebastian Schmitz, sondern Mike Vogt. Hallo Mike. Ja, auch von mir schönen guten Abend hier aus London, beziehungsweise aus der Sprecherkabine der VR. Schauen wir mal, was der Abend uns heute bringt. Hoffentlich eine ganze Menge spannende Duelle. Beste Voraussetzungen dafür sind ja gegeben, also lassen wir uns mal überraschen. Ja, die Strecke ist ja sehr schön. Der Alex Humler hat die letztes Jahr nachgebaut, 1 Kilometer lang. Ich denke, jeder Motorsportfan müsste es kennen. Es geht also jeweils um 2 Halbrunden, sprich man startet, also es sind 2 Bahnen nebeneinander. Man startet zum Beispiel auf der linken Bahn, fährt eine halbe Runde, befindet sich dann auf der rechten Bahn und dadurch fährt jeder halt eine Hälfte und damit ist am Ende wieder vergleichbar die Schnelligkeit. Ja, und heute Abend geht es dann weiter mit anderen Autos. Gestern wurde ja der Caterham gefahren, der Porsche wurde gefahren, der Palatov wurde gefahren. Heute Abend geht's los im Viertelfinale mit dem Peugeot 206 WRC. Dann im Halbfinale ein NASCAR-ähnliches Auto, das National Stock Car. Und dann die Rennen um Platz 3 und im Finale wird dann der Audi R8 LMS gefahren. Genau, mal noch zum Ablauf von gestern. Gestern war es dann, war geplant 16 Teams. Die sind halt leider im Vorlauf nicht zusammengekommen. Es waren dann am Ende 10. Da hat sich dann die Rennleitung ja kurzerhand dazu entschieden, noch so eine Lucky Loser Runde einzuführen. Heißt, die ersten beiden Gruppen waren nur mit 3 Teams belegt, die dritte Gruppe mit 4 Teams und die 4 Teams, die eigentlich gestern ausgeschieden wären, hatten dann nochmal in der Lucky Loser Runde die Möglichkeit oder die zweite Chance weiterzukommen. Die Teams, die gestern gleich weitergekommen sind, war das Team No Limit Motorsport, das war das Team Fastlane Racing, M-Technology Core Motorsports und in der Lucky Loser Runde ist weitergekommen das Team Killerfish Racing und NF Racing. Für den Fahrern sind ein paar dabei, die eigentlich gestern ungeschlagen waren. Das ist unter anderem von No Limit Motorsport, der Michael Müller und Herr Fege, dann M-Technology Marcel Wiederhold, Marc Fangmann von Motorsport for All, von Core Motorsport, diesmal keiner. Da war ja letztes Jahr der Robert Gödicke so stark, hat gestern in einem seiner Läufe ja ein klein wenig Pech gehabt, nennen wir es mal so. Von Notox Racing, Sebastian Röhn und der Ronny Hähnel. Und das sind die Fahrer, die gestern ungeschlagen waren. Schauen wir mal, bei wem die Serie heute weitergeht. Jetzt hier im Viertelfinale ist eigentlich noch der gleiche Ablauf wie gestern. Das heißt, die Fahrer wurden von vornherein ausgelost auf Position 1, 2 oder 3 und fahren in den Duellen gegen den Fahrer, der auf die gleiche Position gelost wurde. Heißt, Fahrer Nummer 1 von No Limit Motorsport fährt jetzt gegen Fahrer Nummer 1 von M-Technology zum Beispiel.
2 gegen 2, 3 gegen 3. Das Ganze wird dann erst ab dem Halbfinale geändert. Im Halbfinale gibt es dann maximal 9 Durchgänge, weil da jeder gegen jeden fährt. Und wer zuerst 5 hat, ist da dann weiter und im Finale und Platz 3 genau das Gleiche. Erstes Duell jetzt wird sein, oder dann gleich, wenn es losgeht, wird sein die Paarung No Limit Motorsport gegen M Technology. Da hätten wir Dann Michael Müller gegen den Marcel Wiederhold. genau. Und in Technology Marcel Wiederhold, vielleicht erinnern sich einige, war ja relativ stark unterwegs in der GBCC. Da ist allerdings der Marcel Wiederhold nicht mitgefahren, aber dafür seine beiden Teamkollegen, nämlich Jan Hendrikes und Christoph Bartels. Und wenn man sich überhaupt mal die Fahrerliste so anschaut, dann ist das alles sehr, sehr starke Fahrer hier unterwegs. Also Christoph Bartels war ja der Vorjahresmeister von der GBCC, beziehungsweise der von der vorletzten Saison. Gary Stettler leider nicht dabei, das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir haben dann Core Motorsports, Sebastian Schmitz, den haben wir ja in der DRM bei der Live-Übertragung auch ganz, ganz stark unterwegs gesehen. Dann haben wir natürlich Manuel und Ronny Hähnel, das ist immer sehenswert, die beiden sind da richtig gut unterwegs. Und der Ronny hat ja auch schon einige große Serien gewonnen, also da können wir gespannt sein. Genauso dann Fastlane Racing, dann haben wir Alex Humler, der müsste sich auf der Strecke natürlich am besten auskennen. Und dann haben wir auch noch den Elmar Erlekotte, haben wir im letzten GBCC-Rennen gesehen, also der ist auch immer sehr, sehr stark unterwegs. Und wir haben auch den Sascha Lestrange. So, wie ich jetzt gerade erfahren habe, ist das Briefing gerade eben vorbei. Jetzt sind die ersten Fahrer auf dem Weg zur Startlinie, wir werden dann gleich umblenden in die Live-Übertragung. Gibt es anscheinend noch ein kleinere Probleme hier, dass die jeweiligen Fahrer ihre Motoren nicht anbekommen. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Nee, Wir haben jetzt hier. die werden direkt in die Startaufstellung gebeamt. Also die drücken dann bloß auf Rennen und dann geht's direkt los in die Startaufstellung. Okay, also ohne Einführungsrunde, das war ja immer sehr, sehr schön anzusehen im realen Race of Champions, wie die Fahrer dann auf dem Weg auf ihren Platz da extrem die Reifen angewärmt haben. Da haben wir auch richtig schöne Drifts gesehen. Bis dahin, wir haben jetzt hier, wie erwähnt, No Limit Motorsport gegen M Technology, Michael Müller gegen Marcel Wiederhold, dann haben wir den Christian Fege gegen Jan Hendrikes. Wir haben vorhin schon gehört, der Christian war gestern richtig stark unterwegs, und dann Patrick Fester gegen Christoph Bartels. Und ich bin mal gespannt, wie der Christoph hier zurechtkommt mit dem Peugeot WRC. Der Name sagt es schon, also da muss man auch ein bisschen mehr driften, auch mal ein Powerslide einbauen. Und wenn man den Christoph im GBCC gesehen hat, der hat das wirklich drauf. Da kann auch mal ein bisschen aggressiver zu Werke gehen und dann mal ein, zwei Runden richtig hinten ein. Schauen wir mal, wie die Fahrer sich jetzt auf die Autos einstellen können. Jetzt im Vorhinein oder im Vorlauf gestern Abend zum Beispiel hatten wir schon das ein oder andere Meckerstimmchen gehört, dass zum Beispiel dann im Halbfinale die Autos das NASCAR ist halt relativ schwer zu fahren. Aber schauen wir mal, es ist ein Race of Champions und da muss man mit allem zurechtkommen. Wie du vorhin schon sagtest, jetzt hier im ersten Duell Michael Müller gegen Marcel Wiederhold, das sind zwei ungeschlagene Fahrer von gestern. Michael Müller hatte zwei Durchgänge, hat alle beide gewonnen. Marcel Wiederhold hatte drei Durchgänge und hat auch alle drei gewonnen. Eine der beiden Serien wird jetzt reisen. Schauen wir mal, welche das ist. Wir haben es ja gestern Abend auch schon, wenn man vielleicht direkt zugeschaut hat oder jetzt auch im Forum nachgelesen hat, da gab es schon so lustige Sachen da mal Dreher direkt drin, also wenn man es wirklich übertrieben hat. Und das war zum Beispiel der Robert Gödicke und der war ja letztes Jahr eigentlich ungeschlagen, aber richtig, richtig stark unterwegs. Hat letztes Jahr, glaube ich, von sechs Autos mit fünf die schnellste Rennrunde gedreht oder die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Das zeigt eigentlich, wie stark der letztes Jahr war. Und die sind ja, Core Motorsport hat ja auch verdient gewonnen letztes Jahr. Standen damals im Finale gegen die Endurance Factory. Von der Endurance Factory, zwei Fahrer sind jetzt wieder mit dabei.
Jetzt auch gleich im ersten Duell, das ist Marcel Wiederhold und Jan Henderkes. Die sind letztes Jahr noch für die Endurance Factory am Start gewesen und dieses Jahr für M-Technology. Schauen wir mal, ob sie den Finaleinzug wiederholen können und vielleicht dann mit ein bisschen mehr Glück auch mal den Sieg holen können. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin und das ist für alle Teams noch eine schwere Veranstaltung und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Ja, und der Ruud Göttinger war auch schon mal derjenige, der schon was über dieses Nescar gesagt hat. Und er hatte da eben das Problem, dass er da innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr hohe Reifentemperaturen, also er hat hier von 300 Grad berichtet. Das ist schon sehr, sehr viel. Bin immer gespannt, ob er heute Abend das Auto noch überhaupt um die Strecke bringt. Er hat ja geschrieben, okay, in der zweiten Runde hat er dann überhaupt keinen Vorderachsgriff mehr. Ja, muss man natürlich auch mal aufpassen, vielleicht ein bisschen sich zurückhalten in der ersten Runde, einfach damit man in der zweiten nicht so wie er gleich mal extrem 10 Sekunden langsamer wird. So, es sollte jetzt eigentlich, glaube ich, jeden Moment auch losgehen. Wir können ja dann langsam mal live reingehen. Okay, scheint gerade irgendwie noch Probleme zu geben. Anscheinend funktioniert ja der Startvorgang noch nicht wirklich. Wir halten einfach mal wieder zurück ins Plakat und schauen das nochmal. So, noch ein paar Infos zu den Autos. Der Peugeot 207 WRC ist, wie der Name schon sagt, ein Rallye-Wagen, hat natürlich dann auch Allradantrieb. Dann der Nascar bzw. das Stockcar, das ist ja, aus Amerika ein, ja, ich sag jetzt mal, Oval-Rennwagen. Mit Nascar kenne ich mich leider nicht ganz so gut aus. Soll besonders schwer zu fahren sein, wie Sebastian vorhin schon sagte. Nach ein, zwei Runden fangen die Reifen vorn an zu glühen. Muss man sich ein bisschen drauf einstellen, weil man sonst doch arg langsamer ist. Und am Ende dann der Audi R8 LMS ist halt dann ja, ein schöner reinrassiger Sportwagen. Und der hat es auch in sich. Den bin ich vor kurzem selber jetzt mal testweise gefahren. Und der ist nicht ganz einfach zu fahren, aber lassen wir uns mal überraschen, was die Fahrer dann da auf die Reihe bekommen damit. So, jetzt sollte es aber, denke ich, wirklich gleich losgehen. Die Vorbereitungen sind, glaube ich, abgeschlossen. Ah, da haben wir doch gleich den ersten Start hier verpasst. Das war hier der Marcel Wiederhold. Hat hier einen ganz guten Start erwischt. Man hat dann links den Michael Müller abbiegen sehen. Genau, jetzt sehen wir hier erstmal die weitere Runde. Ohne die Fahrt über die Brücke, sondern unten drunter durch. Jetzt kommen wir gleich hier zu dem ersten Mal wieder Start hier. So, und jetzt geht es zu dem engeren Bereich. Also jetzt hier muss man sehr, sehr eng reinbremsen. Links abbiegen. Dann gibt es hier so einen U-Turn, diese Doppel-Rechts, die jetzt hier kommt. Und dann gleich 180 Grad Haarnadel auf die Brücke hoch. Ja, jetzt raus beschleunigen, aber dann direkt nach dem Hügel muss man schon wieder anbremsen für die Links. Ist ja sehr, sehr knapp, aber ich denke derzeit hier der Michael Müller vorne, ja, mit 24,7 als erste Rundenzeit. Na, jetzt werden wir mal sehen. Jetzt ist er jetzt natürlich wieder im Vorteil hier, der Marcel Wiederhold, dass er da auf der äußeren Bahn ist, währenddessen hier der Michael Müller die innere Innenbahn nehmen muss. Schöner kleiner Drift hier über die Kurve drüber weg.
trifft jetzt innen leicht die Mauer. Das kostet natürlich Schwung. Und man sieht jetzt auch hier außen wieder die Mauer getroffen. Und jetzt ist hier der Marcel Wiederhold mit über 2 Zehnteln schneller als in der ersten Runde der Michael Müller. Und jetzt wird's knapp. Man sieht mir hier, jetzt kämpft er, jetzt versucht er hier noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und jetzt wird er auch wieder schön im Drift. Nimmt die Kurve auch sehr schön, nicht wie vorhin die Mauer getroffen. Oh, das wird ganz, ganz knapp. Und jetzt berührt er hier die Mauer. Und das war der Fehler. Da hat er an die Mauer berührt. Und damit jetzt Marcel Wiederhold mit dem ersten Sieg heute im Viertelfinale. Ja, damit ging die Serie von Michael Müller zu Ende. Dritter Durchlauf, erste Niederlage und Marcel Wiederhold baut seine Serie aus. Vierter Durchlauf, vierter Sieg. Schauen wir mal, ob er die weiterführen kann. Ja, und das war jetzt ganz, ganz knapp. Also da war bis zur letzten Kurve noch nichts entschieden und dann kommt da einfach der Michael Müller ein bisschen zu weit raus und ja, das hat es ihm einfach gekostet. Das war dann schon das 1-0 für M-Technology. Weiter Durchgang jetzt Christian Fege gegen Jan Henderkes. Schauen wir mal, ob MTech jetzt schon das Weiterkommen sichern kann oder ob No Limit das nochmal spannend macht. Christian Fege gestern auch ungeschlagen. So, und da stehen wir schon am Start. Und da geht's los. Und da ein wesentlich besserer Start hier auf der Innenlinie. Da gleich ein paar Meter gut machen können. Blau ist M-Technology. Also hier gleich super Start von Jan Henderkes. Und jetzt werden wir es gleich sehen, wenn sie das erste Mal reinkommen. Jetzt hat er natürlich den Nachteil, dass er in die engere Kurve, die engere Runde hatte. Aber gerade mal 15. Rückstand, also da ist noch nichts entschieden. Ja, bis jetzt lässt sich der Christian Fege nichts anbrennen. Also hier sieht wirklich super aus, wie er hier fährt. Bis jetzt noch keinen Fehler gesehen. Auch hier die Kurve. Ah, jetzt ist er ein bisschen zu weit rausgekommen und hat die Kurve auch zu weit außen. Aber genau, und hat damit jetzt auch richtig Rückstand. Hat jetzt über eine Sekunde Rückstand und mit einer 24.666 schon die neue beste erste Runde. Und jetzt auch hier ein kleiner Verbremser. Ah, also das wird richtig knapp für No Limit Motorsport. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie nicht gleich rausfliegen. Oh, und hier schon zurück. Jetzt hat man natürlich die Linkskurve, da kann man vielleicht noch was rausholen, aber das wird nichts. Jetzt engt er wieder zurück und hat jetzt die engere Innenbahn, wo man ja sowieso langsamer fährt. Also das, ich würde es jetzt fast schon als unmöglich einfach mal titulieren, außer der Jan macht hier einen großen Fehler. Das kann immer passieren. So, schauen wir mal, wie es ausgeht. Den Abmer. Ja, das ist ein sicherer Sieg gewesen. Damit 24.506, das war zwar nicht ganz so schnell wie vorhin im ersten Rennen, aber trotzdem reicht es locker aus. Damit M-Technology als Erste im Halbfinale. Und jetzt die dritte Paarung, Patrick Fester gegen Christoph Bartels. Im Grunde ein Duell, was ja jetzt nicht mehr ausschlaggebend ist. Ist natürlich ziemlich überraschend, dass No Limit Motorsport nach der saustarken Leistung gestern jetzt hier gleich im Viertelfinale ausscheidet. Waren ja sicherlich bei einigen oder bei vielen hier in dem Event oder hier beim Race of Champions mit Favoriten. So, aber es sollte halt nicht Start sein. Jetzt werden wir mal sehen, ob jetzt vielleicht No Limit Motorsport wenigstens noch einen Achtungserfolg erzielt und danach auf 2-1 verkürzt oder ob jetzt der Christoph Bartels, immerhin GBCC-Meister, gleich auf 3-0 ausbaut. Ja, diesmal beide gleich gut weggekommen.
Ja, und ja, richtig schön den Drift rumgefahren ist, nicht ein WRC-Wagen, da braucht man auch ein bisschen eine Powerslide. Und die erste Runde sah hier sehr, sehr gut aus, natürlich Vorteil Innenlinie. Wenn wir den Vorsprung anschauen, ja, 1,1 Sekunde, also da ist der Christoph Bartels richtig schnell unterwegs. Das ist mehr, als was so eine Innenrunde ausmacht. Aber auch hier ist noch nichts gewonnen. Hier kann auch jeder noch einen Fehler machen. Immerhin noch zwei Runden. Und jetzt hier Und der Drift von Christoph Bartels kommt außen an die Mauer. Also das hat jetzt Zeit gekostet. Liegt jetzt hier auch leicht zurück. 2 Zehntel Rückstand. Und Patrick Vester mit einer 25.063. Allerdings nicht so schnell wie die beiden in den ersten beiden Läufen. Ist jetzt hier auch innen etwas hart über den Körb drüber gesprungen, also nicht ganz optimal. Aber immerhin, er hatte gerade eben 2 Zehntel Vorsprung, die muss er nur verteidigen. So, 24.953, auch hier muss man sagen, nicht ganz so schnell wie in den ersten beiden Läufen. Und jetzt ist es nochmal alles rausholen. Das ist hier ganz, ganz knapp. Da lässt sich jetzt noch gar nicht sagen, wer da am Ende die Nase vorn behalten wird. So, schauen wir mal, ob Christoph irgendwo zu sehen ist. Dort. Ja, wieder die Mauer touchiert in. Das war Sieg für No Limit Motorsport. Damit noch ein bisschen Achtungserfolg geholt. Dennoch leider ausgeschieden. Und M-Technology als erstes Team im Halbfinale. Ja, das war eine saubere Vorstellung. Zwar hätte der Christoph Bartels natürlich noch gewinnen können, das Ganze noch auf 3-0 ausbauen können, aber trotzdem muss man sagen, Christoph war von der Zeit her durchaus gleich schnell wie der Patrick Vester, hatte da leider immer ein, zwei kleine Fehler drin und die haben sie ihn am Ende gekostet. Ja, Viertelfinale 2 jetzt, Motorsport for All gegen Core Motorsports und da fährt auch der Sebastian Schmitz mit, der normalerweise mit mir kommentiert. Aber allererstes Duell wird sein Manuel Bischler von Motorsport for All gegen den Daniel Legner von Core Motorsports. So, auch hier bei Motorsport for All gegen Core Motorsport wieder ein paar Statistiken. Einzig der ungeschlagene Fahrer hier in dem Duell ist Marc Fangmann. Zwei Durchläufe, zwei Siege. Dann Daniel Legner, Robert Gödicke haben jeweils drei Durchgänge, zwei Siege, eine Niederlage. Manuel Bichler, Heiko Stritzke haben zwei Durchgänge, jeweils eine Niederlage, ein Sieg. Leichter Favorit ist hier sicherlich Core Motorsport, aber wir haben ja gerade gesehen, dass hier vieles passieren kann. Und lassen wir uns auch hier mal überraschen. Robert Gödicke wird sicherlich seinen Fehler von gestern wieder gut machen wollen und sein Team hier ins Halbfinale führen. Ja, ich habe mir jetzt mal den Michael Müller angelacht. Dessen Team ist gerade eben ausgeschieden, also No Limit Motorsport schon raus. Ja, Michael, hast du dir das vor dem Start erwartet? Ja, was heißt erwartet? Ich hab's, die Gefahr war natürlich da. Ich meine, MTech ist jetzt nicht gerade in einem Team, das gestern erst mit dem Fahren angefangen hat. Fahrerpaarung war ziemlich stark und es war von vornherein, glaube ich, klar, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Ja, aber wir waren im Endeffekt selbst auch mit ein bisschen, glaube ich, dran schuld. Bei mir hat zum einen die Technik versagt, zum zweiten war ich dann zu vorsichtig. Jetzt müssen wir den mal ganz kurz unterbrechen. Jetzt haben wir ja gerade den Start. Manuel Bischler gegen Daniel Legner. Und wir haben gerade gesehen, dass hier der Rote doch ordentlich Zeit verloren hat und jetzt sogar auch gleich noch die Bande leicht berührt hat. Mike, hast du beobachtet, wer der Rote von beiden ist? Der Rode ist der Manuel Bichler. Daniel Legner im blauen Auto.
Okay, also da Manuel hier am Anfang mit einem kleinen Fehler, aber jetzt sieht alles relativ sauber aus. Wir werden es uns den Abstand anschauen. Das sind ja 1,8 Sekunden, also das ist schon eine ganz schöne Menge. Wir haben vorhin gesehen, so ungefähr eine Sekunde macht so die Außenseite aus. Und ja, werden wir sehen, ob er sich jetzt wieder ranfahren kann. Aber natürlich jetzt sehr, sehr schwer noch aufzuholen. Aber Daniel Legner ist trotz Außenbahn vorn. Hat's geschafft, hat ja 4 Zehntel rausgeholt und eine 24,675 ist auch die schnellste neue erste Runde. Also da hat er ordentlich vorgelegt, hat sich wieder rangefahren. Jetzt wieder der Abstand von 1,8 Sekunden, ne? Und die letzte Halbrunde ist angebrochen. Und hier leichte Bandberührung und liegt auch etwas zurück. Das wird ganz, ganz knapp. Und ja, der Daniel Legner hat das Ganze nach Hause gefahren. Damit Core Motorsports 1-0 gegen Motorsport for All. So, jetzt Michael, jetzt können wir wieder zu dir kommen. Also, du hast erzählt, du hättest Technikprobleme gehabt. Was gab's denn da? Ja, das Force Feedback hat nicht so funktioniert und dann war es natürlich am Anfang erstmal ein bisschen eine Umstellung. Dadurch dann einfach zu vorsichtig gewesen mit dem Auto und ja, deswegen bei weitem nicht das zeigen können, was da drin war. Also daher war ich damit auch selbst dran schuld dann. Okay, dann danke ich dir fürs Interview und wir werden mal sehen, wie es jetzt noch weitergeht. Jo, danke. Am Start wird jetzt sein der Sebastian Schmitz im blauen Auto und gegen ihn antreten wird der Heiko Stritzke im roten Auto. Beiden stehen jetzt schon am Start. Der Sebastian hat hier die. Ah, steht doch noch nicht da. Okay, bloß der Sebastian steht am Start. Der hat auf jeden Fall als erstes erstmal die engere Linie zu fahren und bin mal gespannt, wie viel Rückstand er nach der ersten Halbrunde haben wird. So, Sebastian Schmitz im blauen Auto, Heiko Stritzke im roten. Ah, Beide beide recht kurz gleich gut für dich. weggekommen. Ja. Sebastian Schmitz gestern nicht dabei gewesen. Für ihn war gestern Patrick Muller am Start. Hat seine 2 Läufe auch gewonnen. Und Sebastian Schmitz will jetzt die würdige Vertretung sein. Ja, ist Schauen wir mal, ob natürlich ihm das schwierig, gelingt. wenn er nur heute antritt. Heiko Stritzke gestern 2 Durchgänge, eine Niederlage, einen Sieg. Und jetzt hat er Sebastian 1,8 Sekunden Rückstand, also ja, relativ viel, es geht aber noch aufzuholen. Bin mal gespannt, was er Sebastian für eine Runde hinlegt. Und für ihn ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Er ist gestern nicht angetreten So, jetzt kommen und wir zur ersten genaueren Zwischenzeit. Das sieht richtig eng aus zwischen den beiden. Sebastian hat Leichter es Vorteil aufholen können. Sebastian Schmitz, Und eine aber es ist ganz 24,256. minimal. Oh, Und leichter jetzt hier. Quersteher. Ja, das kann schon sehr viel Zeit kosten, hat es zum Glück wieder gut abgefangen, aber der Schwung war weg. Darf hier sehr, sehr schön rumgedriftet. Aber der Abstand ist jetzt kleiner geworden, ne? Das ist 1 Sekunde Vorsprung. Da Heiko Stritzke vor dem Sebastian Schmidt. Cool. Jetzt geht's gleich zum Zieleinlauf. Und das sollte eigentlich passen für den Sebastian. Als Und hier das etwas ist weit. ein sicherer Sieg für Sebastian Schmitz. Damit ist 2-0 für Core Motorsports und der Halbfinaleinzug. Ja, also Sebastian war hier super dabei. Was ich sagen wollte, das ist natürlich für Sebastian unheimlich schwierig gewesen. Er ist ja gestern nicht gefahren, hatte nicht so die Routine drin, einfach mal wirklich unter Rennbedingungen So, letzte mitzufahren. Paarung hier, Marc Fangmann gegen Robert Gödicke. Genau, und Vargas eben noch nicht Für Marc so geht es jetzt darum, gefahren. seine saubere Weste zu bewahren. Wird aber richtig schwer gegen Robert Gödicke. Das ist mal eine richtig klasse Paarung jetzt.
Die verspricht sicherlich viel Spannung. Beiden sind gestern Abend schon eine ganze Zeit zusammen gefahren, beziehungsweise haben zusammen trainiert. Und da gab es schon das ein oder andere spannende Duell. So, sollte jetzt losgehen. Da ist die Ampel. Sehr guter Start von Ruck Gödicke. Aber nur 1,3 Sekunden Rückstand für den Marc Fangmann. Und der Marc ist hier in Aber der sieht bei ersten beiden noch Runde. sehr sauber aus, die Fahrt. Ja, war sehr, sehr gut vom Marc. Also, das hat mir 1,3 gut Sekunden gefallen. Rückstand hatte Marc Fangmann in der ersten Halbrunde. Das ist noch ein normaler Rückstand. Hier sieht man schon, dass es sehr, sehr eng ist zwischen den beiden. Ganz leichter Vorteil, da ein kleiner Wandberührer von Marc Fangmann, aber ganz leichter Vorteil für Robert Gödicke, aber richtig eng. Er hat hier locker gewonnen, der Robert, also hier Riesenvorsprung, fast 24,5 von zwei Robert Sekunden. Gödicke. Das sollte, glaube ich, sogar die schnellste Runde gewesen sein, die wir bis jetzt gesehen haben. Und damit geht Co Motorsports ungeschlagen ins Halbfinale und ich werde mal sehen, ob ich jemanden von denen erreichen kann Und da für ist ein Statement. 3-0 für Chor. Wie gesagt, es war eine sehr spannende Geschichte zwischen den beiden hier. Und am Ende hat sich der Robert Gödicke dann durchgesetzt. Haben wir die Serie von Marc Fangmann leider doch gerissen. Im dritten Lauf die erste Niederlage und für Robert Gödicke ein weiterer Sieg. So, damit zweites Team im Halbfinale Chor Motorsports. Weitere Paarung, nächste Paarung ist jetzt Notox Racing gegen Killerfish Racing. Bei Notox Racing sind wieder zwei Fahrer dabei, die gestern ungeschlagen waren. Das ist Sebastian Rhön mit zwei Durchgängen und zwei Siegen und genauso wie der Ronny Hähnel mit zwei Durchgängen und zwei Siegen. Ein klein wenig hinterher hängt der Manuel Hähnel mit zwei Durchgängen und zwei Niederlagen. Das wird er aber heute sicherlich besser machen wollen. Bei Killerfish Racing war gestern die Statistik nicht ganz so gut. Schauen wir mal, was die Jungs heute hier leisten können. Der Patrick Weirich gestern fünf Durchgänge und vier Niederlagen. Benjamin Thiermann fünf Durchgänge, zwei Siege, drei Niederlagen. Und der Sascha Engelhardt bei fünf Durchgängen, zwei Siege und auch drei Niederlagen. Also hier ist sicherlich der größere Favorit Notox Racing. Aber lassen wir uns auch hier überraschen. Ja, also Ab das vielleicht der Underdog den Favoriten schlagen kann. Ja, da sehe ich eher weniger Chancen. Also ich habe ja schon einige Rennen gegen den Ronny gefahren und auch Manuel Hähnel ist eigentlich relativ schnell unterwegs. Aber ja, wir haben es gesehen, manchmal kann ja vieles passieren, einfach ein Dreher drin oder ähnliches. Also ja, können wir gespannt sein. Jetzt sollten auch inzwischen alle auf dem Server eingetroffen sein. Notox Racing im roten Auto und Killerfish Racing wird die blauen Autos pilotieren. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wer hier
der Gegner von M-Technology wird. Natürlich würde es mich freuen, gerade wenn es klappen würde, dann hätten wir hier dann auch die Gegner Notox Racing gegen M-Technology und dann würden wir nämlich das Duell sehen, Ronny Hähne gegen den Christoph Bartels und die Ein paar beiden würde ich. kleinere Infos zu den Fahrern bei Notox Racing. Die sollten eigentlich bekannt sein. Sebastian Rhön, Ronny Hähnel, Manuel Hähnel haben schon das ein oder andere gewonnen. Ronny Hähnel war, glaube ich, sogar mehrmaliger VRTCC-Meister. Hat zusammen mit Sebastian Rhön die 24 Stunden auf der Nordschleife gewonnen bei simrace.de. Bei Killerfish Racing bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, da weiß ich leider nicht ganz genau, was die Jungs gewonnen haben, beziehungsweise habe ich leider nicht viele Infos gefunden. Aber das werden die Jungs uns nachher dann sicherlich selber verraten im Interview. Und jetzt gerade frisch So, eingetroffen rotes hier bei Auto uns ist der Sebastian Rhön Sebastian und Schmitz. blaues Auto Patrick Weirich. Das ist die erste Paarung. Na, die beiden geben sich in der Lichttube, da musste Sebastian Schmitz auch noch mal kurz warten, den haben wir nämlich gerade hier als Interviewpartner engagieren können, aber erstmal wollen wir hier uns das Duell anschauen. Da spielt mir einer an der Kamera rum. Jetzt haben wir den Start hier verpasst. Wir leider Gut, den dass wir. Start verpasst. Also werden wir sehen, was wir hier verpasst haben. Jetzt im Bild sehen wir den Sebastian Rhön von Notox Racing. Und das sieht noch gar nicht mal so viel Rückstand aus. Also da haben wir schon erheblich mehr an der ersten Runde gesehen. Momentan noch Patrick Weirich vorn, aber es ganz minimal vor Sebastian Rhön und auf der ersten Halbrunde ist es ja so, dass der außen gestartet ist oder innen gestartet ist, immer einen kleinen Rückstand hat. Sieht also momentan sehr gut aus für Sebastian Rhön. Schauen wir uns mal die Fahrt von Patrick Weirich an. Hier sieht man jetzt schon deutlicher oder ja, ein recht deutlicher Vorsprung für Sebastian Rhön. Ja, 24,6 geachtet, auch eine sehr gute Rundenzeit für die erste Runde. Jetzt sieht man schon, jetzt ist gerade eine Halbrunde vorbei und beide fahren gleichzeitig oder fast gleichzeitig gerade mal ein Zehntel hier Unterschied zwischen den beiden durch das Ziel, durch der Ziellinie und da sieht man Dann schauen wir mal eigentlich ins schon, Cockpit wie bei stark hier Sebastian Notox ist. und schauen uns die letzten Meter mal an. Sehr sauberer und ruhiger Fahrstil und damit der erste Punkt für Notox Racing. So, und jetzt haben wir den Sebastian Schmitz und du hast gestern gar kein Rennen bestreiten können, aber heute und hast es auch gleich mit dem Sieg abgeschlossen. Das war jetzt aber, denke ich, eine Befreiungsschlag für dich, oder? Ja, das war ein Freitag, vor allem So, war es irgendwie ein. vermisse ich meinen Co-Kommentator. Hört ihr mich noch? So, nächste Paarung, Manuel Hähnel gegen Benjamin Thiermann. Steht noch keiner am Start von den beiden. Ja, und jetzt haben wir hier den Start vom nächsten Duell. Das wird der Manuel Hähne sein gegen den Benjamin Thiermann. Killerfisch in Blau, also Manuel Hähne startet innen. Und von beiden war der Start ungefähr gleich gut. Also da kann man jetzt hier noch nichts sagen. Innen biegt jetzt Manuel Hähne auf den engeren Innenkurs ab. Währenddessen jetzt hier der Benjamin Thiermann erstmal den Vorteil hat, dass er da ein bisschen weitere Linie fahren kann, ein bisschen nicht so aufpassen muss und so abbremsen muss.
Und sieht hier alles sehr, sehr sauber aus. Und man sieht auch deutlich mehr Vorsprung wie vorhin im ersten Run. Aber jetzt hier außen dran gekommen, da verliert er natürlich Schwung und gerade einmal knapp 6 Zehntel Vorsprung auf den Benjamin. Bin ich gespannt, ob er das jetzt noch wieder gut machen kann mit der Innenrunde jetzt, da vielleicht ein bisschen besser hier rumkommt. Ja, sieht alles sehr sauber aus, aber auch nicht nach der Superrunde, die er jetzt bräuchte. Allerdings jetzt hier besser, als wir es von einigen gesehen haben, obwohl er jetzt auch wieder die Innenlinie trifft. Ja, und jetzt 1,9 Sekunden Rückstand. Da muss er noch ordentlich aufholen. Benjamin Thielmann hat hier eine 24,579. Das ist für die erste Runde eigentlich fast schon Standard. So, letzte Durchfahrt, bevor Ziel ist. Eine Sekunde Vorsprung von Benjamin Thielmann vor Manuel Hähnel und das reicht eigentlich nicht aus. Und er fährt jetzt hier, Manuel Hähnel fährt ja im blauen Auto in den weiten Kurs, währenddessen hier der Benjamin Thielmann in den langsameren fährt. Mal sehen, ob wir den Manuel hier ins Bild bekommen. Genau. Okay, die sind verkehrt rum auf den Server gejoint mit den verkehrten Farben. Also rot war jetzt doch der Manuel Hähnel als Benjamin Thielmann hier gewonnen. Da muss ich mich entschuldigen für die Verwechslung. Ja. Da ist Manuel Hähnel hier doch mit dem andersfarbigen Peugeot gefahren. Und das bedeutet jetzt, okay, 1:1 von Notox Racing gegen Killerfish Racing. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Duell von dem Viertelfinale. Ronny Hähnel gegen Sascha Engelhardt. Und das ist jetzt wirklich der Knüller, denn derjenige, der gewinnt, gewinnt auch für sein Team. Es steht derzeit 1:1. Und jetzt hier super Start von Ronny Hähnel, kann hier sich sofort ein paar Zentimeter rausholen, muss jetzt allerdings die langsamere Innenlinie fahren. Ja, sieht bis jetzt sehr, sehr sauber aus und jetzt hier auch, er kann den Mauerkontakt außen verhindern, also das ist wirklich super, wenn man schaut, okay, gerade mal knapp 2 Zehntel Vorsprung vor Ronny Hähnel hat der Sascha Engelhardt und das reicht nicht aus, denn der Ronny ist ja die Innenlinie gefahren, die langsamer ist. Jetzt sehen wir hier Ronny Hähnel mit einer 9 schnellsten Runde in der ersten Runde, eine 24,456, hat jetzt schon fast 2 Sekunden Vorsprung auf den Sascha Engelhardt und jetzt wird es natürlich sehr, sehr einfach für ihn, da das rauszuholen. Wir haben schon gesagt, der Sieger von dieser Gruppe wird gegen M-Technology fahren und es wird wohl wirklich auf ein Duell Ronny Hähnel gegen den Christoph Bartels rauslaufen. Ja, und Ronny lässt hier nichts anbrennen, sieht alles sehr, sehr sauber aus, sehr kontrolliert die Fahrt und hat jetzt schon einen riesen Vorsprung. Ronny hier 24,1, das ist die neue schnellste Runde, also völlig ungefährdeter Sieg für ihn hier. Ja, und damit haben wir das erste
die erste Teampaarung fürs Halbfinale M-Technology gegen Notox Racing. Und jetzt werden wir herausfinden, wer der Gegner von Core Motorsports im Halbfinale sein wird. Fastlane Racing oder NF Racing. So, jetzt nochmal zum Sebastian. Ja, ihr habt vorhin 3:0 gewonnen. Also das war wirklich ein ordentlicher Sieg und so deutlich haben wir das hier noch nirgendwo gesehen. Schon ein bisschen glücklich, oder? Ja, natürlich. Also es war vor allem ein enges Duell mit dem Heiko Stritzke, Motorsport for All, eigentlich echt ein super Team. Da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt, ob das denn klappt. Und habe dann wirklich alles gegeben. Und es hat gereicht am Ende. War aber denkbar knapp. Also einfach war es sicherlich nicht. Ja, jetzt schon das erste Duell fürs Halbfinale bekannt. Das wird Notox Racing gegen M-Technology sein. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Ronny Hennel gegen Christoph Bartels. Freust du dich da auch schon so ein bisschen drauf, dir das nachher im Stream anschauen zu können? Ja, das ist natürlich ein schönes Duell auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr gespannt. Im Halbfinale fahren ja alle Teams gegeneinander, also jeder Fahrer gegen jeden innerhalb der zwei duellierenden Teams. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da freue ich mich natürlich drauf. Aber jetzt wird es erstmal spannend, wer unser Gegner wird im Halbfinale, entweder Fastlane Racing oder in F Racing. Da gucke ich natürlich noch ein bisschen mehr hin, weil Notox könnte uns erst im Finale begegnen, wenn wir denn so weit kommen. Ich sag mal nur Stichwort 5-Euro-Wette. Fastlane Racing oder NF Racing? Ah, Stichwort 5-Euro-Wette. NF Racing, sage ich. Okay, dann werden wir mal sehen, ob das stimmt und dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ja, und jetzt sollte es gleich losgehen. Inzwischen sind alle Fahrer hier auf dem Server versammelt und auch bereit, soweit ich sehe. Das erste Duell wird lauten Georg Ordner gegen Elmar Erlekotte. Den Georg Ordner kennt man bei der VR eher weniger aus den Serien. Zumindest ich habe ihn jetzt in meiner ganzen Kommentatorenlaufbahn, auch in meiner Fahrerlaufbahn noch nicht gesehen. Weiß aber, dass er unter anderem mitmoddet bei R-Factor. Währenddessen den Elmar Erlekotte, den kennen wir aus den letzten GBCC-Rennen. Deswegen, ja, schwierig zu entscheiden, wen wir hier stärker einschätzen. Also der Georg Ordner hat auch schon einiges gewonnen, ist unter anderem Porsche Meister mal gewesen bei PSX Racing. Wie du schon sagtest, moddet er selber, ist unter anderem der Modder von der Targa Florio und ist ein ganz schneller. Ja, auf jeden Fall beide hier gleich gut gestartet. Also da kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, wer der Schnellere ist. Georg Ordner ist im roten Auto und Elmar Erlekotte im blauen. Ja, der Elmar hatte den Vorteil der schnelleren Runde, hat jetzt knapp 1,3 Sekunden Vorsprung auf den Georg und da ist noch überhaupt nichts entschieden. Also das ist genau der Abstand, den man da auch ungefähr auf so einer Außenrunde gewinnt. Die beiden hier auch wirklich Seite an Seite auf Startziel. Ah, oh, das ist ja Georg Ordner ganz knapp langsamer wie der Elmar Erlekotte, aber mit der schnelleren Rundenzeit. 24,880. So, jetzt hier die nächste Durchfahrt. Elmar Erlekotte jetzt ja, 1,8 Sekunden vor dem Georg Ordner und für den wird es jetzt schon langsam knapp, weil der Abstand ist schon ziemlich groß. Also, da muss man schon sagen, da muss er sich jetzt richtig nochmal ranhauen und nochmal ordentlich Gas geben, dass er da den Rückstand aufholen kann. Ah, das wird eine ganz enge Geschichte. Und tatsächlich der Sieg für Georg Ordner. Erst hat er die letzte Runde 24,557 mal richtig Gas gegeben und hat den Elmer wieder eingeholt. Und damit hier der erste Sieg für Fastlane Racing.
Und als nächstes kommt dann Daniele Bonaventura gegen den Moritz Kranz. Ich denke, den Daniele kennt man, wenn man häufiger GBCC geschaut hat, schon. Er ist heute allerdings zeitig auf dem Server erschienen, also nicht ganz so üblich für ihn. Normalerweise kommt immer so 2 Minuten vor Quali-Beginn. Ja, wenn nicht sogar erst im Warm-up, aber heute hat er es zeitig genug geschafft und wir wissen, wenn er sich ein bisschen vorbereiten kann, dann gehört er auf jeden Fall unter die Schnellen. Und Moritz Kranz gegen ihn, der ist auch nicht langsam, aber da schätze ich den Daniele fast einen Ticken stärker ein. Moritz Kranz gestern 5 Durchgänge, 4 Siege, eine Niederlage. Und Daniele ist gestern noch nicht dabei gewesen, startet nur am Sonntag, also heute. Und da haben wir natürlich wieder den psychologischen Anteil, den wir vorhin schon beim Sebastian Schmitz hatten. Also man ist noch nicht gefahren, man hat noch nicht so die Routine. Das ist einfach was anderes, wenn man schon ein paar Mal hier die Rennen gefahren ist und dann einfach weiß, okay, einfach konzentrieren, hat gestern auch schon geklappt, wird heute auch klappen. Aber wir werden sehen, wie er sich schlägt. Lampen gehen aus und der bessere Wegkommen für Team NF Racing, also Moritz Kranz. Ah, und jetzt hier aber außen an die Bande gekommen, das kostet natürlich alles Schwung. Jetzt hier allerdings gut um die Kurve rumgekommen, kann jetzt hier schön raus beschleunigen. Jetzt ist es wichtig hier die Bande nicht zu touchieren und dann verliert man nochmal Schwung. Aber das hat er erfolgreich vermieden. Und Daniele hat gerade mal 0,6 Sekunden Vorsprung auf den Moritz Kranz. Das reicht nicht aus, denn jetzt fährt er diese enge Innenbahn. Ja, der Moritz hier nicht ganz optimal auf die Startzielgerade gekommen, aber trotzdem 1,2 Sekunden Vorsprung. Und eine 24,673 in der ersten Runde ist auch sehr, sehr schnell. Jetzt bin ich gespannt, wie es ausschaut dann für die folgende Runde, ob jetzt einer noch einen Fehler macht oder ob jetzt der Moritz vielleicht schon mit dieser starken Anfangsrunde alles entschieden hat. Ah, Daniele wieder leicht an der Bande gewesen. Jetzt ist hier der Rückstand von 0,068. Ja, er liegt schon zurück, obwohl er die Außenlinie gefahren ist. Denk mal, das wird er nicht mehr aufholen können. Also wenn Moritz das jetzt durchbringt, dann sollte das der lockere Sieg sein. Und damit ist 1:1 und damit entscheidet dann der letzte Durchgang. Und so sieht es auch aus. Trotzdem nochmal ein kleiner Wandtuschierer, aber es ist ein sauberer Sieg von Moritz. Und damit entscheidet dann jetzt die Paarung Alex Humler gegen den... Sascha Lestrange. Genau. Muss ich sagen, also ja, der Alex macht super Strecken, fährt auch eigentlich sehr konstant, aber jetzt so auf eine Runde mal was richtig Schnelles hinknallen, das ist einfach die Fähigkeit vom Sascha Lestrange. Da schätze ich jetzt echt den Sascha stärker ein. Aber ich habe gerade auch schon gedacht, der Daniele wäre besser, also lassen wir uns überraschen. Ja, wir haben jetzt schon die ein oder andere Überraschung gesehen. Also man sieht, hier kann einfach viel passieren. Ein kleiner Fehler und das Rennen ist schon beendet. Wobei heute noch keine kapitalen Fehler, also Dreher oder Überschläge dabei waren. Derzeit alle nur mit kleineren Fehlern. So, der Sascha im roten Auto und der Alex im blauen. Nee, andersrum. Sascha mit einem super Start. Alex nicht ganz so gut weggekommen. Aber hier schön ausgeholt und jeweils den Schwung mitgenommen. Ah, das war jetzt nicht ganz optimal, aber jetzt über die Kuppe und wieder in die Linkskurve reinbremsen und die Mauer nicht mitnehmen. Das macht er jetzt hier leider außen. Ah, okay, jetzt liegt er hier 2,2 Sekunden zurück. Das ist schon
eine ganz schöne Hausmarke für den Sacha Lestrange. Ja, da wird es schon richtig schwer für den Alex. 2,1 Sekunden nach der ersten Halbrunde. Das ist schon mal eine richtige Ansage. Man sieht jetzt hier auch schon, ist der Alex... jetzt erwischt er hier wieder die Bande. Er hat auch knapp eine Sekunde Rückstand. Genau. Dann würde ich jetzt einfach behaupten, wenn jetzt Sascha hier keinen Fehler mehr macht, dann ist die Sache gegessen, dann ist NF Racing im Halbfinale. Und da haben wir die momentan absolut schnellste Zeit mit 24,3 im Peugeot. Also der Sascha, der ist ja echt auf einer Mission, der fährt hier super Zeiten konstant und es passt einfach alles. Da wischt euch jetzt zwar leicht die Bande, aber es stört bei seinem Vorsprung eigentlich niemand mehr. Damit locker Sieger und damit NF Racing im Halbfinale und Fast Lane Racing mit Georg Ordner, Daniele Bonaventura und Alex Hummler jetzt schon ausgeschieden. So, und damit haben wir jetzt alle Viertelfinale durch, kommen jetzt zum Halbfinale. Das werden wir in diesem National Stock Car fahren, was also dem NASCAR nachempfunden ist. Ja, NASCAR, wie soll man das am besten beschreiben, wird hauptsächlich im Oval gefahren, ist hier unter anderem in der VR bewegt, in der iRacing-Serie DOM, Deutsche Online-Meisterschaft. Dort wird es wirklich bis auf wenige Strecken im Oval bewegt. Allerdings immer noch so ein paar Ausflüge dann Watkins Glen, was wirklich Traditionsstrecke ist. Und auch dort ganz, ganz schwierig zu bewegen, weil das Auto hat unheimlich Power, ist unheimlich schwer. Also man hat gleichzeitig immer ordentlich Wheelspin. Allerdings schiebt das Auto auch in den Kurven gerne mal geradeaus, wenn dann eben, wenn man mal vom Gas runtergeht. Also da brauchst schon etwas Fingerfertigkeit. Ja, wie gesagt, also im Vorlauf gestern Abend bei den Trainings hat man von dem einen oder anderen schon gehört, dass so nach ein, zwei Runden bei einer etwas härteren Gangart die Reifen vorne sehr heiß wären. Zu einem Überfluss hat das Auto auch noch das Oval-Setup drauf, was es nicht unbedingt einfacher macht. Mit dem Gas muss man recht vorsichtig sein, sonst macht man unfreiwillige Burnouts bzw. Dreher. Aber im Endeffekt ist es so, dass jeder Fahrer jetzt die gleichen Voraussetzungen hat und jeder sich an das Auto anpassen muss. Und jetzt hier im Halbfinale oder ab dem Halbfinale kann man sich sicherlich auch mal den einen oder einen Fehler erlauben, da ja jetzt 9 Durchgänge gefahren werden oder maximal 9 Durchgänge. Welches Team zuerst 5 Siege hat, hat dann auch gewonnen oder ist dann im Finale. Aber es können, wie gesagt, maximal 9 Durchgänge sein. Wir hoffen natürlich, dass bei beiden Halbfinals jetzt alle 9 gefahren werden. Und dann schauen wir, wer ins Finale kommt. So, der erste Durchgang oder das erste Halbfinale wird jetzt sein M-Technology gegen Notox Racing. Da wird die erste Paarung sein Marcel Wiederhold gegen Sebastian Röhn. Danach wird Jan Hendergest gegen Manuel Hähnel fahren und Christoph Bartels gegen Ronny Hähnel. Danach geht es dann weiter mit Marcel Wiederhold gegen Manuel Hähnel, Jan Hendergest gegen Ronny Hähnel und dann eventuell noch weiter mit Christoph Bartels gegen Sebastian Röhn. Das wären so die ersten sechs Durchgänge, wenn bis dahin noch kein Sieger feststeht. Nach dem 5. Und das zweite Halbfinale wäre Core Motorsports gegen NF Racing, die dann praktisch als zweites dran sind.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis sich das ja alles sortiert hat, bis die ganzen Fahrer auch auf das andere Auto umgestiegen sind. So, ich habe jetzt mal für uns den Alex Hummler an der Mikrofon und da ist er schon. Hallo Alex. Hallo. Ja, du hast die Strecke hier gemacht, aber es hat dir leider kein richtiges Glück gebracht gegen den Sacha Lestrange. Ah, ich hatte schwere Gegner dieses Jahr. Ich bin gestern schon gegen den Moritz Kranz gefahren und gegen den Ronnie Hähnl. Da dachte ich schon, hup, was ein Losglück. Ja, und dann heute noch den Sacha Lestrange. Ja, leider habt ihr es nicht geschafft, weiterzukommen. Seid ihr unglücklich, schon im Viertelfinale ausgeschieden zu sein, oder denkt ihr eher positiv drüber, dass ihr es bis dahin geschafft habt? Wir sind froh, dass wir es bis dahin geschafft haben. Es ist jedes Mal einfach nur ein Spaß, dabei zu sein, egal wie weit man kommt. Jedes Rennen geht man irgendwie mit vollem Elan an und dann passt oder passt nicht. Ja, du hast jetzt leider nicht die Möglichkeit, das NASCAR zu fahren, aber wir haben von vielen gehört, es wäre schwierig zu fahren. Schilder uns doch mal deinen Eindruck hier auf der engen Strecke. Ja, ich bin es im Training ein paar Mal gefahren. Mit den Force-Feedback-Settings bin ich irgendwie nie so richtig zurechtgekommen. Aber man kann es schon ganz gut um die Ecken schmeißen. Es ist halt relativ lang, der lange Radstand macht es halt schwierig, um die Haarnadelkurven zu kommen, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und Reifenprobleme hast du nicht? Ich habe ehrlich gesagt nie auf die Reifentemps geguckt. Okay, dann danke dir für das Interview und wünsche dir noch viel Spaß beim Zuschauen. Danke gleichfalls. Also da. Ja, bitte, Mike. Weiterhin ungeschlagene Fahrer sind jetzt im Halbfinale Marcel Wiederhold von MTech und Sebastian Röhn sowie Ronnie Hähnl. Das sind die einzigsten drei ungeschlagenen Fahrer, die gestern nicht dabei waren. Weitere ungeschlagene Fahrer, der ist nur heute dabei, das ist jetzt der Elmar Erlikotte. Der hat einen Lauf und hat einmal gewonnen, demnach auch ungeschlagen. Und der Sebastian Schmitz natürlich, den dürfen wir nicht vergessen. Also sind im Endeffekt jetzt fünf Fahrer, die noch ungeschlagen sind. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wessen Serie jetzt reißen wird. Ich denke, jetzt werden wir auch ein paar mehr Fehler sehen. Einfach im Halbfinale ist die Spannung auch noch mal ein bisschen gestiegen und natürlich auch der Wille, vielleicht einen kleinen Rückstand noch rauszuholen. Und wir haben es ja auch schon ge gehört, dass NASCAR nicht so einfach zu fahren, gerne mal Wheelspin. So, die Vorbereitungen laufen fürs Halbfinale und sollte dann eigentlich in naher Zukunft gleich weitergehen.
Ja, wenn wir jetzt gerade noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir einfach nochmal vielleicht auf ein paar Events hinweisen, die jetzt derzeit gerade in der VR laufen. Also wer es noch nicht gesehen hat, es gibt jetzt unter dem Punkt Virtual Racing e.V. Forum im Forum ein Newsletter, wo es jeden Monat dann die aktuellen Events von der VR zu sehen gibt. Bloß um jetzt mal R-Faktor zu sehen, es gibt natürlich R-Faktor 2, zwei Server, die von der VR gehostet werden. Und wir haben auch morgen, am Montag, einen Lasttest abends angesetzt. Da können alle näheren Infos im Forum einfach erfragt bzw. eingesehen werden. Und es laufen natürlich auch R-Faktor-Serien. Also es startet jetzt demnächst, nämlich am 7.2. die neue GBCC-Saison. Wahrscheinlich die letzte mit R-Faktor 1, aber nichtsdestotrotz wird es wieder richtig schön enges Racing bieten. Die Friday Night Series wird auch weiterhin natürlich stattfinden, demnächst dann auch mit R-Faktor 2. Jetzt läuft noch der GT3 Cup und da ist am 20.01. das letzte Rennen. Ja, beim Live for Speed wird es natürlich wieder eine Masters geben. Die Saison 16, die startet am 1.2. wird es auch wieder 10 Rennen verschiedener Länge auf den verschiedenen Strecken geben und auch mit den unterschiedlichen Autos, die es da im LFS gibt. Und wie ich jetzt gerade aus dem von der Rennleitung höre, startet jetzt gerade der Server neu. Wir sehen es auch gerade und dann wird es auch gleich mit den Halbfinalen losgehen. Noch ganz kurz noch ein paar Serien vorgestellt. Im iRacing-Bereich gibt es natürlich die GMA, diese V8 World Series. Die läuft derzeit jeden Montag und dann am 6.2. startet die richtige Serie. Die TAF Winter Nights Oval Trophy findet statt. Das ist dann so ein bisschen, um sich im Oval warm zu halten. Wer da möchte, kann da auch immer reinschauen. Man kann sich dort auch für die Dom sichten lassen, die dann im Februar wieder starten wird. Bei Race 07 wird es dann eine neue VRTCC geben. Ich denke, das Format sollte jedem bekannt sein. Montags wird immer gestreamt. Der Start am 13.02. Erstes Rennen und dann 10 Rennen, A2 Läufe, wie gehabt. So, hier geht es jetzt gleich los mit der ersten Paarung. Marcel Wiederhold, Sebastian Rhön. Lassen wir uns mal überraschen, wer da einen Grundstein legen kann für den Finaleinzug. Und wie wir gerade von der Rennleitung hören, geht es jetzt auch los. Hier mal Also das sehen Sie schon, schön. genau, sehen Sie schon im Auto vom Sebastian Rhön und werden jetzt mal warten, wann er dann in die Startaufstellung springt. Ja, jetzt ist der erste schon, Sebastian Rhön ist schon in der Startaufstellung. Noch nicht, jetzt ist er wieder verschwunden. Okay, ich denke, es wird jetzt gleich losgehen. Info von der Rennleitung, der Server musste noch mal gest oder das musste noch mal neu gestartet werden, ist ein kleiner Fehler passiert. So, im roten Auto Marcel Wiederhold und im blauen Auto Sebastian Rhön. Wir beiden stehen jetzt schon am Start. Ich hoffe, es wird gleich die Ampel erscheinen, die uns hier den Start auch ankündigen wird. Und da geht's los. Und beide ungefähr gleich gut weggekommen. Vielleicht der Marcel Wiederhold ein ganz kleines bisschen besser, aber da sieht man den langen Radstand, wie wir vorhin schon gehört haben. Da ist ja schwierig, um diese engen Kurven rumzubringen. Wir sehen jetzt hier den Marcel Wiederhold, der ja auf der engeren Innenbahn seine erste Halbrunde fährt.
Auch hier wieder leichte Bandenberührung. Oh, und jetzt der große Quersteher. 1,5 Sekunden Rückstand auf den Sebastian Rhön. Oh, schauen wir uns das einfach mal onboard an. Ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob die 1,5 Sekunden jetzt so Standardabstand sind oder ob man das wieder rausholt. Man sieht jetzt hier beide gleich auf und gerade mal 2 Zehntel Unterschied. Aber und da der Fehler. Das stimmt, da ist der Fehler geradeaus weitergerutscht. Das zeigt auch, wie schwer die Autos zu fahren sind. Also es lässt sich schon hier aus der Cockpit-Kamera lässt sich schon erahnen, wie träge die Autos in die Kurve zu bewegen sind. Und jetzt hier der Abstand größer als bei der ersten Runde. Sebastian Rhön jetzt gerade seine Zeit gefahren und er hat 2,5 Sekunden Rückstand. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig für den Marcel Wiederholz aufzuholen. Und da ist der erste Punkt für Notox Racing. Sebastian Rhön doch recht überlegen oder überragend gewonnen. Saubere Fahrt. Und damit die erste Niederlage für Marcel Wiederholt. Ja, und das nächste Duell wird dann Jan Hendrikes gegen Manuel Hähnel sein. Auch hier MTech im roten Auto, Notox Racing im blauen. Etwas bessere Start von Jan Hendrikes. Okay, jetzt sehen wir mal eine bisschen andere Strategie. Vorhin, da war er die Variante mit sehr, sehr viel Gas, den um die Kurve zwingen. Jetzt hier, das ist der Manuel Hähnel, versucht es eher mit so ein bisschen langsam und quasi ganz sanft rumzufahren. Das könnte natürlich Vorteile in der zweiten Runde bieten, wenn dann die Reifen zu warm werden beim Jan. Jetzt hat er erstmal knapp 2 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Auch hier wieder der Manuel, wirklich schön sanft um die Kurven rum. Aber man muss sagen, da ist ja der Jan deutlich schneller. Hat jetzt hier in der gesamten Runde über 1 Sekunde Vorsprung rausgefahren. Da bin ich mal gespannt, ob das der Manuel noch aufholen kann. Es sieht bei Jan aber so aus, als wenn es deutlich aggressiverer Fahrstil ist. Er hat schon das ein oder andere Mal blockierende Räder beim Bremsen. Kennt man so von ihm gar nicht. Aber da schon ein deutlicher Vorsprung. Und wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht, sollte er das eigentlich nach Hause fahren. Ja, also 3,3 Sekunden, das ist nicht die Zeit, die man auf der Innenbahn verliert. Da hat er auch so deutlich Vorsprung. Und anscheinend auch keine Probleme mit überhitzenden Reifen, wie es gestern befürchtet wurde. Ja, und hier deutlicher Sieg für den Jan. Also damit steht es wieder 1:1 bei M-Technology gegen Notox Racing. Jetzt hat er aber überhitzte Reifen. nächste Paarung, Christoph Bartels gegen Ronny Hähnel. Von der Paarung kann man sich auch einiges erwarten. Beides sehr schnelle Leute. Mal sehen, ob sie das hier auf dem
Stockcar auch sind. Christoph Bartels im roten Auto, Ronny Hähnel im blauen. Schauen wir mal, wer den besseren Start haben wird und wer das Duell für sich entscheiden kann. Ja, beide gleich gut weggekommen. Beide mit etwas Wheelspin, aber nicht zu viel. Werden wir mal sehen, wie jetzt hier der Christoph im Infield fährt, mit ein bisschen mehr Elan wie hier der Manuel Hähnel, der war da ein bisschen ruhiger, aber nicht ganz so wie der Jan dann so extrem mit dem driftenden Heck. Jetzt hier Probleme beim Anbremsen, da ist er über den Hügel gekommen, war abgehoben und ist beim Anbremsen ein bisschen quer gekommen. 2 Sekunden vor Rückstand für den Christoph Bartels. War schon deutlicher Rückstand. Ja, da muss er jetzt auf der Außenbahn richtig Gas geben, dass er da wieder rankommt. Na, 2 Sekunden, da ist aber noch nichts entschieden. Das kann man durchaus wieder aufholen. Jetzt hier nach der ersten kompletten Runde, 18. Rückstand für den Christoph Bartels, Ronny Hähnel derzeit sehr, sehr schnell unterwegs und scheinbar auch auf Siegeskurs unterwegs. Ja, da war an der Stelle von Christoph noch nichts zu sehen. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo finden. Also Christoph hier ist sehr, sehr weit hinten. Ich würde fast sagen, dass er da irgendwo einen Dreher drin hatte. Und deswegen der große Rückstand ist, weil er ist jetzt noch nicht mal im Ziel und da sind schon ganz paar Sekunden vorbei. Währenddessen Ronny schon mit den Donuts, um seinen Sieg zu feiern. Also, 2-1 für Notox Racing. Und jetzt geht's gleich weiter mit den ersten Mix von den Fahrern, die gegeneinander fahren. Und es beginnt wieder Marcel Wiederhold, diesmal aber gegen Manuel Hähnel. Manuel Hähnel steht bereits am Start. Wo beide recht gut wegkommen. Und da sah das aus wie ein Dreher. Ja, das werden wir jetzt, denke ich, sehen, wenn wir dann die erste Zwischenzeit bekommen. Oh, hier den Curve sehr, sehr hart erwischt. Und auch deutlichen Vorsprung, 2,2 Sekunden, aber jetzt noch der Fehler. Was hat er denn jetzt? Und da scheint das Auto entweder zerstört zu sein oder er hat den Motor abgewürgt.
Das sieht so aus, als wenn es da nicht weitergeht. Und damit Manuel Hähnel natürlich völlig problemlos holt er damit den Sieg und erhöht damit den Vorsprung auf 3:1. Man muss jetzt hier bloß noch ganz gemütlich durchfahren. Eigentlich braucht er das gar nicht, weil die Zeit jetzt sowieso egal ist, aber man gönnt ihm natürlich die Runden. Und damit jetzt schon, ja, langsam wird's kritisch für M-Technology. Also jetzt muss dann der Jan Hendrikes gegen den Ronny Hähnel und der Christoph Bartels gegen den Sebastian Röhn ordentlich reinhauen, um dann vielleicht wieder auszugleichen auf 3:3, weil derzeit 3:1, dann ist Notox schon mit ordentlichen Vorsprung unterwegs und es könnte ganz schnell zu einem 5:1 werden. Also natürlich einfach gesagt, ne? Gegen Ronny Hähnel und Sebastian Röhn wird eine schwere Geschichte jetzt. Damit der erste Sieg für Manuel Hähnel, auch wenn er vielleicht nicht ganz so schwer war, aber es ist der erste Sieg. So, das nächste Duell, Jan Hendrikes gegen Ronny Hähnel, ist schon ein bisschen vorentscheidend. Wenn Jan jetzt gewinnt, dann wird aufgeschlossen zum 2:3. Wenn aber Ronny gewinnt, wenn sie da dem Weiterkommen ins Finale schon einen ganzen Schritt näher, brauchen dann nur noch einen Sieg und dann sind sie weiter. Ja, und das wird ein ganz, ganz hartes Duell. Also, weil der Ronny ist eben einfach unheimlich stark. Denke ich sogar stärker wie der Jan Hendrikes. Aber wir haben es gerade gesehen, da kann schon so eine kleine Bandenberührung einfach nach Startziel verbremst, kann da schon das ausbedeuten. So, Jan Hendrikes im roten, Ronny Hähnel im blauen Auto. Er startet wieder beide gleich gut, da gibt es keinen Unterschied. Ja, aber das sieht doch schon sehr, sehr gut hier für den Ronny aus. Wenn ich mir so die Linie anschaue und auch so, was für Geschwindigkeit er jeweils mitnehmen kann, dann wirkt das sehr, sehr schnell. Ja, der hat einen sehr sauberen Fahrstil. Das kommt ihm dann sicherlich hier auch zugute. War auch schon einen recht deutlichen Vorsprung. 2,2 Sekunden auf den Jan Hendrikes, das ist aufzuholen, aber natürlich gegen den Ronny, da muss man noch eine Schippe drauflegen. Ja, und hier 1,4 Sekunden Vorsprung. Das ist zwar der Jan schneller, na klar, es war jetzt auf der weiteren Außenrunde, aber das wird unheimlich schwer, da noch aufzuholen. Würde ich fast als unmöglich bezeichnen. Der Ronny jetzt auch wieder mit einer schnellen Außenrunde 25.079 hat hier den Vorsprung auf den Jan Hendrikes auf 4 Sekunden ausgebaut. Auch wenn jetzt der Jan die schnellere Außenbahn hat, das kann eigentlich nur noch gewinnen, wenn der Ronny hier einen Fehler macht. Ja, das sieht alles aus. Oh, und jetzt der Quersteher inklusive Mauerkontakt, aber es reicht für den Ronny. Da hat er richtig Glück gehabt, dass der Jan nicht näher dran war. Ansonsten wäre das noch ganz knapp geworden. So allerdings jetzt die ausgebaute Führung mit 4:1.
3-1, oder? Ach, ja, 4-1, 4-1. 4-1, ah, doch. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt darf MTEC nichts mehr verlieren, müssen jetzt alle Duelle gewinnen. Angefangen mit Christoph Bartels gegen Sebastian Röhn. Aber ich glaube, die Aufgabe wird auch nicht wirklich einfacher als jetzt gegen Ronny. Ja, also da war dann halt, wo der Marcel Wiederhold jetzt den Fehler gemacht hat, das war schon so eine kleine Vorentscheidung, weil jetzt steigt natürlich auch der Druck für die M-Technology-Jungs, die wissen, die müssen jetzt einfach gewinnen. Die können da jetzt nicht locker rangehen und sagen, okay, wenn ich halt verliere, gut, ist es halt ein Sieg weniger, sondern jetzt heißt es einfach nur siegen oder man ist raus. Ja, Christoph Bartels startet hier auf der Außenbahn. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal den Start von Position von Sebastian Röhn aus an. Ampeln gehen an. Und Start. Und da war durchaus wieder der Christoph Bartels ein Ticken schneller. Also da hat er schon so ein Zehntel vielleicht gewonnen. So, erste Durchfahrt und ja, Sebastian Röhn nur 1,4 Sekunden hinter dem Christoph Bartels. Das ist nicht so viel, wie wir es vorher gesehen haben. Also das ist ja noch ganz, ganz knapp. Jetzt kommt es ja darauf an, keinen Fehler zu machen. Also eine Bandenberührung, wo man Schwung verliert, ist dann kann jetzt hier schon in dem Moment entscheidend sein. Ja, ein kleiner Fehler von Christoph. Hat man gesehen, wie das Auto sich kurz aufgeschaukelt hat. Also da nichts entschieden. Jetzt kommt es ja einfach darauf an, nicht einen Fehler machen. Stimmt, der Christoph hat dann leichtes Schieben über die Vorderachse, aber das ja, kann schon mal passieren. Jetzt hier fährt er sehr, sehr sauber rum. Das sieht gut aus. Er hat allerdings relativ wenig Vorsprung. Jetzt hat er hier einen Vorsprung von 1,2 Sekunden vor dem Sebastian Röhn und das reicht eigentlich nicht so wirklich aus. Jetzt fährt er alle Kurven schön eng, immer mit dem Gas dann am Ende schon, um schneller um die Kurve rumzukommen. Jetzt sind wir hier in den letzten zwei Linkskurven und er hat zwar ein bisschen besser rausgestellt, aber das wird nichts. Nein, Sebastian Röhn gewinnt das Ganze hier, wenn auch ganz, ganz knapp. Und das bedeutet, dass wir hier schon eine erste Gruppenentscheidung haben. Damit ist Notox Racing das erste Team im Finale und M-Technology muss sich mit dem Rennen um Platz 3 zufrieden geben. Jetzt werden wir hier beginnen mit dem Duell Daniel Legner gegen Elmar Erlekotte. Ich werde mal sehen, ob ich jemanden von M-Technology an das Mikro bekomme. Und ich habe hier auch gleich den Christoph Bartels, der hat sich für ein Interview zur Verfügung gestellt. Herr Christoph, muss schon fast schon sagen, enttäuschend, 5-1, das ist schon eine deutliche Niederlage gegen Notox Racing. Ja, kann man so sagen. Er hat es gerade mit dir mitgefiebert, aber am Ende hat es um wenige Zehntel nicht gereicht. Woran lag es? Seid ihr mit dem Nescor nicht zurechtgekommen oder war einfach Notox zu stark? Ja, wahrscheinlich von beiden ein bisschen. Aber man merkt schon, die Enttäuschung ist ja anzumerken. Der Kampf um Platz 3 kommt jetzt nochmal richtig angreifen, oder? Ja, jetzt ist im Prinzip ohne Druck. Jetzt können wir um die goldene Ananas da noch fahren, aber wir hatten uns schon ein bisschen Hoffnung aufs Finale gemacht.
Ja, in den GCC-Streams gab es immer die 5-Euro-Wette zwischen mir und Sebastian. Jetzt mal an dich die Frage, Co. Motorsports gegen NF Racing. Wer denkst du, wird da die Nase vorn behalten? Oh, warte, da muss ich mal schnell gucken, wer da fährt. Also für Co. Motorsports fährt Daniel Legner, Sebastian Schmitz und Robert Götke. Und für NF Racing fährt Elmar Erlekotte, Sascha Lestrange und Moritz Kranz. Also da wette ich meinen Fünfer mal auf Core. Also ich glaube, die werden es machen. Also wir haben gestern mit denen zusammen trainiert auf dem Server und die waren richtig schnell. Also auch der Sebastian Schmitz vor allem, der kam da richtig gut mit klar mit den Autos. Und der Robert ja sowieso. Ja, und dass der Daniel schnell ist, das wissen wir alle. Der war zwar nicht gestern dabei, aber der kann es ja auch. Okay, dann nehmen wir das mal so auf und dann werden wir mal sehen, ob du recht behältst. Danke dir erstmal fürs Interview. Ja, eine kurze Frage habe ich noch. Auf welches Team hast du den Fünfer gewettet? Ja, ich muss sagen, es ist ganz, ganz schwierig, aber ich hätte auch auf Co. Motorsport gewettet. Insofern. Wird Michael alles verlieren. Ich wette auf NF Racing. Ja, du hast Dann jetzt die macht das Chance auf mal. 10 Euro. Wettet mal lieber euer Geld hier, wer den dritten holt. So. Egal, wer da jetzt Das ausscheidet. Wir macht machen so. dann. Okay, kommen wir erstmal zum ersten Duell. Daniel Legner gegen Elmar Erlekotte. Die Ampeln gehen an. Ah, lange angeblieben, aber dann auch beide gut weggekommen. Daniel Legner im roten Auto, Elmar Erlekotte im blauen. Ja, das sieht doch alles ganz ordentlich bis jetzt aus. Also noch keinen Fehler. Und wenn man jetzt so sieht, der Daniel Legner ist ja auch gar nicht so weit hinter dem Elmar Erlekotte. Gerade mal 1,25 Sekunden. Also das ist durchaus aufzuholen. Dann muss der Elmar noch ein Brikett nachlegen. So, jetzt sehen wir die erste entscheidende Zwischenzeit. Hier ein kleiner Vorsprung von Daniel Legner. Knapp eine halbe Sekunde. Aber hier ist auch noch alles drin. Ja, da ist noch nichts entschieden. Ich denke mal, der Elmar kann da auch noch ein bisschen nachlegen. Ja, genau, der Elmar. Ist hier gerade die falsche Zeit angezeigt mit dem Robert Götke. Das darf man gekonnt ignorieren. Wichtig ist ja nur Elmar Erlekotte gegen den Daniel Legner. Oh, und jetzt hier sich das Auto ein bisschen aufgeschwungen vom Elmar und jetzt ist auch nur gerade eine Sekunde Vorsprung vor dem Daniel Legner. Auch jetzt hier die erste Kurve nicht ganz optimal. Ich würde sagen, der erste Sieg geht an den Daniel Legner. Da sieht man hier schon relativ deutlicher Vorsprung für den Daniel Legner. Und damit ist der Co. Motorsports Team schon 1:0 gegen NF Racing vorn. So, die nächste Paarung ist Sebastian Schmitz gegen Sascha Lestrange. Das wird ein richtiges Hammerduell, denn beide sind richtig schnell unterwegs. Da traue ich beiden den Sieg zu und bin gespannt, was wir hier noch sehen. Ja, Sebastian Schmitz startet jetzt hier auf der Außenbahn, Sascha Lestrange auf der Innenbahn. Ampeln gehen an und ja, ich würde sagen, da war Sebastian Schmitz einen ganz kleinen Moment eher.
Oh, und der Sascha wuchtet hier das Auto innen aber ordentlich über die Curbs. Jetzt werden wir mal sehen, was der Vorsprung ist. 1,5 Sekunde, also ungefähr gleich schnell. Das sollte sich jetzt in dem zweiten Umlauf wieder korrigieren, diese Distanz, und wirklich fast dieselbe Zeit dann am Ende auch geben. Also noch nichts entschieden hier. Ja, wir sehen sie schon beide hier Rad an Rad. Jetzt hat natürlich hier Innenbahn ein bisschen Vorteil. Und ja, Sebastian Schmitz mit einem ganz minimalen Vorsprung hier vor dem Sascha Lestrange. Sind gerade mal 4 Hundertstel. Jetzt haben wir hier auch gleich mit den Sebastian. Der ist jetzt hier gewechselt auf die Innenbahn. Mal sehen, was hat er für einen Vorsprung. 1,7 Sekunden. Also das ist jetzt ein bisschen mehr wie bei der ersten Runde und das könnte durchaus schon reichen, dass er hier den Sieg einfährt und damit auf 2:0 den Abstand vergrößert. Er ist zwar jetzt hier außen, aber das sollte reichen, wenn er jetzt keinen Fehler macht. Nein. Ja, ja, dann Sascha Lestrange die schnellste Runde, aber das Rennergebnis war ja wichtig und das war Sebastian Schmitz, genau. Also Sebastian Schmitz hier gewonnen und damit 2:0 für Core Motorsports. Da werde ich wohl doch meine 5 Euro verlieren. Ja, es sieht fast so aus, aber hast ja Glück. Wird geteilt, 2,50 Euro für jeden. Und da habe ich ja nochmal Glück. Ich dachte, es will jeder 5 Euro von euch. Ja, ganz so unfair sind wir ja nicht. Könnte ich euch ausnehmen. Das ist gut. So, nächste Paarung ist Robert Gödecke gegen Moritz Kranz. Beide hier gleich gut weggekommen. Mal sehen, wer hier in der ersten Halbrunde die Nase vorn behält. Ich glaube, der Moritz ganz hier natürlich mit Vorteil, aber nicht so viel, wie es eigentlich sein müsste. Das ist gerade mal eine halbe Sekunde, die er da Vorsprung hat auf den Robert Gödecke. Und das ist viel zu wenig dafür, dass er auf der weiteren Außenbahn war. Ob jetzt beim Robert die Reifen nachlassen, er hat sich gestern ein bisschen beschwert, dass er Probleme mit den Reifen hat. Wenn man sich hier den Fahrstil anschaut, dann weiß man warum. Ja, ich denke, er wird heute noch ein paar Runden gedreht haben und das ganze Problem in den Griff bekommen haben. Ja, und hier schon fast eine Sekunde Vorsprung auf dem Moritz Kranz. Also das sollte im Normalfall reichen. Ja, jetzt sehen wir mal, wie die Autos hier über diese Kuppe springen, aufsetzen und dann muss man eigentlich schon voll in die Eisen gehen, um die Kurve noch zu erreichen. Jetzt hier Vorsprung von Moritz Kranz, knapp eine Sekunde. Und jetzt hier der Fehler auf Robert Gödecke. Und damit Moritz Kranz hier der glückliche Gewinner von diesem dritten Lauf und damit 2:1. NF Racing hat den Abstand verkürzt. Da hat er es in der letzten Kurve noch weggehauen. Oh, da wird er sich jetzt ärgern. Das ist natürlich, hat er guten Grund sich zu ärgern. Da in der letzten Kurve noch den Fehler Quersteher und dann reicht's einfach nicht mehr der Vorsprung.
So, nächstes Duell wird sein Daniel Legner gegen Sascha Lestrange. Ja, beide hier ungefähr gleich gut weggekommen. Sascha Strange war am Anfang ein Ticken schneller, aber hatte dann zu viel Wheelspin und deswegen wieder Verlust und damit beide ungefähr gleich auf. So, Daniel Legner einen Vorsprung von ja, 1,7 Sekunden auf den Sascha Lestrange. Also beide ungefähr noch gleich auf. Mal sehen, wie es dann nach der ersten kompletten Runde genau aussieht. Das ist ein minimaler Vorsprung für Daniel Legner, aber es ist nicht wirklich viel. 4 Zehntel. Und jetzt hier der Fehler vom Sascha Lestrange. Nee, von Daniel Legner. Genau, Daniel Legner. Und damit hat er natürlich seinen Vorsprung ein bisschen wieder verspielt. Müssen wir jetzt sehen, wie es nach der nächsten Halbrunde aussieht. Sechs Sekunden Vorsprung noch für Daniel Legner. Also das ist ganz, ganz knapp, könnte aber gerade so reichen. Und jetzt hier Sprint auf die Start-Ziellinie. Und damit das Sieg fürs Schau. Genau. Und das Sascha Lestrange 2-2. hat damit ausgeglichen. Genau, 2-2. Also im Gegensatz zu vorhin hier sehr, sehr ausgeglichen. Und man kann überhaupt noch nicht richtig abschätzen, wer hier am Ende den Sieg davontragen wird. Ich sehe 10 € in meine Hände fliegen. So, nächste Paarung wird jetzt sein Sebastian Schmitz gegen Moritz Kranz. Moritz Kranz, so rum. So, beide stehen jetzt schon hier auf ihren Startplätzen. Ja, und beide wieder gut weggekommen. Sebastian war ja gestern Abend bei den Trainings mit dem Stockcar schon richtig schnell. Sieht jetzt auch wieder so aus, als wenn er damit ganz gut klarkommt. Ja, war ja auf der langsameren Innenbahn und hat gerade mal 8 Zehntel Rückstand nach der ersten Halbrunde. Das sieht doch nach einem Sieg von Sebastian aus. Ja, so ein großer Vorsprung ist es gar nicht. Knapp 4 Zehntel. Wie wir vorhin gesehen haben, Moritz ist auch nicht wirklich langsam, der kann das auch noch aufholen.
Na, jetzt werden wir hier nochmal den letzten Zwischenstand vor dem Zieldurchfahrt sehen. Und wir sehen hier, dass der Moritz gerade nochmal, ja, 8 Zehntel Vorsprung hat vor Sebastian Schmitz. Das sollte eigentlich von Sebastian reichen. Aber wir haben es vorhin schon gesehen, ein kleiner Fehler und sofort ist es vorbei. Und da ist er, der Fehler von Moritz, aber. Ja, hat er alles versucht, um dran zu bleiben, aber das war jetzt ganz deutlich. Sebastian Schmitz gewinnt hier wirklich mit ordentlich Abstand, auch nochmal dadurch, weil der Moritz noch einen Fehler macht. Und damit steht's wieder 3-2. Die machen das richtig spannend hier, die Jungs. So, jetzt Robert Gödig gegen Elmar. Elmar Erlekotte wird hier auf der Innenlinie starten. Sein Gegner Robert Gödiger auf der Außenlinie. Und ich hoffe mal, der Robert macht es diesmal nicht ganz so spannend und versucht da einfach nur sein Rennen durchzufahren. Vorhin mit dem Fehler hat er da einen Sieg verschenkt. Oh, und Elmar war hier langsam. Elmar hat hier doch noch einen Zehntel am Start verschenkt. Da konnte der Robert sich durchsetzen. Oh, jetzt hier innen und außen die Bande erwischt, währenddessen der Robert hier eine gute erste Runde gefahren ist, aber Elmar hat nur 1,18 Sekunden Rückstand. Also das ist doch relativ knapp, hätte ich mehr erwartet vom Robert. Jetzt hier die erste komplette Runde gleich vorbei, beide hier Rad an Rad. Ja, und ganz, ganz knapp ist da der Robert nach vorn, aber es sind gerade mal 5 Hundertstel. Oh, und jetzt hier der Fehler. Der hat auch nicht viel Zeit gekostet. Jetzt 1,1 Sekunden Rückstand für den Elmar, da hat er, ja, man kann fast schon sagen, eine halbe Sekunde verloren. Aber 1,6 Sekunden, da ist er durchaus noch in Reichweite, wo er sich mit einer guten Runde jetzt vielleicht wieder ranfahren kann. Aber jetzt wieder hier schlecht in die Kurve gekommen und jetzt ist er schon zurück. Und jetzt der Dreher. Da wollte Elmar viel und dadurch dreht er sich und der Robert ist da locker Sieger, hat diesmal nicht das Auto weggehauen und damit jetzt eindeutig Core Motorsports in Favoritenstellung 4-2 gegen NF Racing. Das bedeutet, ja, Daniel Legner gegen Moritz Kranz könnte jetzt das letzte Duell sein, was wir sehen. Daniel Legner steht jetzt hier auf der Innenbahn. Rechts neben ihm wird dann Moritz Kranz stehen. Beziehungsweise steht bereits. Jetzt warten wir hier auf die Startampel. Und da geht's hier an. Ja, das waren beide gleich gut. Also jetzt am Start noch keine Vorteile für einen von beiden zu erkennen.
Also bin ich gespannt. Daniel Leger war vorhin richtig stark unterwegs gegen Elmar Erlek, hatte im ersten Lauf. Jetzt hat er hier aber 1,5 Sekunden Rückstand auf den Moritz Kranz. Also da kann er sich durchaus noch steigern. Jetzt hier in der Dachkamera sehen wir, dass der Moritz Kranz nicht zu sehen ist. Bedeutet, er ist 800stel hinter dem Daniel Legner, aber das ist ganz, ganz knapp. Also ein kleiner Quersteher, wie vorhin haben wir beim Elmar gesehen, dann wollte er zu viel, hat das Auto beim Rausbeschleunigen gedreht und sowas kann hier das Rennen entscheiden. Jetzt hier die Kurven eigentlich gut erwischt und hat jetzt einen Rückstand von nur noch 1,3 Sekunden. Und jetzt sehen wir hier auch schon den Fehler. Das war der Fehler vom Moritz Kranz. Er fährt jetzt weiter. Wir haben vorhin gesehen, da kann man auch durchaus das Auto zerstören, dass man gar nicht mehr weiterfahren kann. Das ist ja nicht der Fall, aber das sollte die Vorentscheidung gewesen sein. Er hat auch hier wieder den Bandenkontakt. Das reicht einfach nicht. Er versucht alles hier. Aber Daniel Legner gewinnt gegen Moritz Kranz. Und damit Co-Motorsports im Finale des diesjährigen Race of Champions und NF Racing nur noch im Platz, im Kampf um Platz 3. Und ich 5 Euro weniger. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Nach den ersten 4 Rennen hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch so eindeutig endet. Ich dachte, das wird spannend bis zum Schluss. Ja, also die zwei Halbfinalbegegnungen, haben eigentlich schon vorhergesehen, dass es recht spannend wird. Das Einzige, wo es natürlich nicht ganz so spannend war, war bei M-Technology gegen Notox Racing. Aber Notox Racing ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Und da braucht man sicherlich auch ein bisschen Glück. Begegnung Core Motorsport gegen NF Racing. Die war sicherlich eher auf Augenhöhe. Dass Core sich natürlich jetzt noch doch so recht deutlich durchgesetzt hat. Ist schon ein bisschen überraschend. Aber wir wissen, dass Core letztes Jahr schon im Finale stand. Da auch relativ überzeugend durchgezogen ist bis ins Finale. Und sich jetzt natürlich wieder den Sieg holen will. Aber jetzt natürlich auch vor der harten Aufgabe Notox Racing steht. Ja, da bin ich jetzt auf das Finale wirklich gespannt. Notox Racing war natürlich im Halbfinale ein bisschen überzeugender, aber jetzt Core Motorsports, nachdem es da ein Zwischentief hatten, was aber eigentlich mit dadurch ausgelöst wird, dass Robert Götticke das Auto hat einfach verloren, kurz vor Startziel. Also ich denke mal, das wird sehr, sehr spannend und würde mich nie wundern, wenn wir hier wirklich die neuen Rennen schlussendlich sehen im Finale. Ja, ich werde mich mal auf die Suche begeben. Vielleicht bekomme ich ja jemanden von NF Racing an das Mikrofon. So, und von NF Racing habe ich jetzt den Moritz Kranz hier im Interview. Ja, Moritz, das war am Anfang richtig spannend. Ihr lagt 0-2 zurück, seid wieder zurückgekommen zu 2-2. Und bei dir war ja der Sieg eher ein bisschen glücklich, weil der Robert da einen Fehler gemacht hat. Ja, das stimmt schon. Das war halt
weiß nicht, die Autos haben es nicht so gelegen und ja, sind halt starke Gegner, ne? Und jetzt nochmal Angriff auf Platz 3. Was denkt ihr, wie sind eure Chancen gegen M-Technology? Ja, ist schwer einzuschätzen. Die Jungs sind natürlich auch flott. Ja, müssen wir mal gucken. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und dann mal gucken, was dabei rausspringt. Okay, dann danke ich dir schon mal. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von dir. Wen wirst du im Finale eher als Sieger sehen? Co Motorsports oder Notox Racing? Notox. Die sind für mich die Favoriten. Würdest du da 5 Euro drauf setzen? Nee. Also doch nicht, das ist ja der Favorit. Ja, wir werden es sehen und dann danke ich dir für das Interview und vielleicht sehen wir uns nach dem Kampf um Platz 3 nochmal. Alles klar, danke. So, währenddessen wird jetzt gerade der Server neu gestartet und alles bereit gemacht für das große Finale. Beziehungsweise natürlich erstmal der Kampf um den Platz 3. Ja, ich muss sagen, also ich sehe Core Motorsports im Gegensatz da ein bisschen stärker als Notox Racing, muss ich sagen. Ja. Denk mal, hat Core Motorsports einen ganz leichten Vorteil. Mike, wie siehst du das? Ja, Notox hat schon die überzeugendste Leistung gebracht von allen. Sebastian Röhn, Ronny Hähnel, 5 Durchgänge, 5 Siege, sagt eigentlich alles. Ich schätze jetzt aber Chor nicht wirklich schlechter ein. Also ich denke, das wird eine enge Geschichte. Im Endeffekt entscheidet wieder, machst du kleine Fehler oder machst du keine, ne? Ich tippe aber mal 5 Euro auf Chor im Finale. Und bei um Platz 3 tippe ich mal 5 Euro auf M-Technology. Ah, da haben wir jetzt ein Problem, weil ich jeweils auf dieselben Teams getippt hätte. Also ich sehe wirklich jetzt im Finale doch Core Motorsports, wie gesagt, ganz leicht im Vorteil und Halbfinale. Ja, NF Racing ist natürlich auch ziemlich stark, aber ja, M-Technology, denke ich, ist noch ein bisschen stärker. Jan Hendrikes habe ich gesehen im GBCC, der war super stark unterwegs. Christoph Bartels, na gut, okay, brauchen wir nicht drüber reden, ehemaliger Meister. Also die haben auch hier schon gute Rennen gezeigt. Ich denke mal, es kommt jetzt auch darauf an, wie die jeweils die Teams auf den Audi R8 ihre Leistung abrufen können. Also jetzt das Nesca war natürlich schon ein bisschen speziell, einfach durch diese Power und gleichzeitig aber auch so schwer, dass man halt sehr viel untersteuern hat. Im Endeffekt ist es für M-Technology jetzt so, egal was jetzt rauskommt, sie sind schon mal weiter als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja schon der Vorrunde Schluss. Mit mir dann noch am Steuer. Aber ist dieses Mal schon besser als letzte Saison. Und im Finale bei Core sehe ich einfach Core aus dem Grund ein bisschen vorn, weil Core einfach das komplettere Paket hat. Wenn ich mir jetzt mal die Statistiken anschaue, das sind alles Fahrer, die wirklich. Und Sebastian hat heute alle 3 gewonnen. Daniel Legner, Robert Gödicke haben jeweils 5 bzw. 4 Siege. Bei Notox Racing ist es so, Sebastian Röhn, Ronny Hähnel mit jeweils 5 Siegen. Hier fällt aber Manuel Hähnel ein bisschen raus mit 1 Sieg, 4 Niederlagen. Das kann schon der entscheidende Punkt sein jetzt im Finale. Und bei M-Technology gegen NF Motorsport, ja, da ist es relativ durchwachsen, sagen wir es mal so. Christoph Bartels hat 4 Niederlagen, 2 Siege, Jan Hendrikes 2 Siege bei 2 Starts, Marcel Wiederhold 4 Siege, 2 Niederlagen, Elmar Erlekotte hat 2 Niederlagen bei 2 Starts, der Sascha hat 5 Siege und 3 Niederlagen und der Moritz 6 Siege und 3 Niederlagen. Also das ist sicherlich, das wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Hier tippe ich aber trotzdem einfach mal 5 Euro auf M-Tech. Einfach mal so.
Ja, die Spannung steigt schon ein bisschen. Es kommen hier langsam aus, also die Fahrer auf den Server, um nochmal ein bisschen kurz zu trainieren und dann schlussendlich das Rennen auszufahren. Inzwischen haben wir schon die ersten Paarungen hier bekommen. Starten wird Marcel Wiederhold gegen Elmar Erlekotte, dann Jan Hendrikes gegen Sascha Lestrange und Christoph Bartels gegen Moritz Kranz. Das sind die ersten drei Duelle. Derzeit aber, ja, noch kaum einer von denen auf dem Server. Also das wird noch ein paar Sekündchen bis Minütchen dauern, bis man da die ersten Duelle bewundern kann. Immer noch die Wartezeit, bis die Fahrer hier auf den Server kommen. Ich werde mich mal kurz in die Organisation verabschieden, um mal zu klären, woran das jetzt liegt und wann es ungefähr weitergeht. Okay, 5 bis 10 Minuten habe ich gerade gehört. Wird es noch dauern? Derweil können die Fahrer nochmal mit dem Audi R8 ein paar Runden drehen. Vielleicht können wir einfach mal live auf jemanden draufgehen und mal anschauen, wie das denn aus der Onboard-Sicht ausschaut. Jetzt haben wir hier gleich mal den Christoph Bartels und fahren wir doch einfach mal eine Runde mit.
So, hier wird es jetzt gleich weitergehen mit der Paarung um Platz 3 zwischen M-Technology und NF Racing. Erste Paarung wird sein Marcel Wiederhold gegen Elmar Erlekotte. Ja, wie wir hier gesehen haben, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Zeiten. Wir sehen hier das Spektrum von 23,5 bis 24,5. Derzeit hier Elmar Erlekotte mit der schlechtesten gezeiteten Runde. Jetzt springt es natürlich gerade um, aber man sieht eine Sekunde Unterschied. Da sind die Fahrer doch ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Und jetzt hat der Elmar Erlekotte auch überhaupt keine Zeit, nochmal zu überlegen, was man vielleicht verbessern könnte, sondern er steht jetzt hier schon direkt neben dem Marcel Wiederhold. Genau, Marcel Wiederhold im roten Auto, Elmar Erlekotte im blauen. Und gefahren wird jetzt im Audi R8 LMS. Ja, beide ja gleich auf, da könnte man jetzt keinen direkten Favoriten rauslesen. So, jetzt hier die erste Zeit. 18. Vorsprung für Elmar Erlekotte, der natürlich die weitere Außenbahn für sich hatte. Jetzt werden wir sehen, wie viel Vorsprung man wirklich braucht, um nach einer Runde nach vorne zu sein. Und jetzt Elmar mit einer Sekunde Rückstand, also da muss er sich jetzt mal ranhalten. Also hat hier die Zeit aus dem Training nicht getäuscht. Der Elmar hat ein wenig Probleme mit dem R8 und ist ein bisschen langsamer unterwegs. Und auch hier wieder sehr, sehr wenig Vorsprung für den Elmar. Oh, da der Fehler, da der Fehler von Marcel. Marcel mit Dreher und damit das Rennen verschenkt, das sollte Elmar locker gewinnen und damit steht es dann für N-Facing 1:0. Und da ist der nächste. Ja, da war er einmal einfach aus dem Rhythmus gekommen und das war es dann auch. Elmar hier zwar etwas langsamer auf die einzelne Runde, aber konstanter. So, damit 1:0 für NF Racing. Die nächste Paarung wird sein Hendrickes gegen Sascha Lestrange. Beiden hatten wir schon in der GBCC, hatten wir die schon mal zusammen auf der Strecke. Ich weiß gar nicht, ob die beiden da zusammen im Duell waren, aber zusammen gefahren sind sie auf jeden Fall schon. Jetzt sehen wir hier den Jan Hendrickes von Sicht aus der Sicht von Sascha Lestrange. Es geht jetzt hier gleich los, Lampen gehen an und ja, da war draußen, denke ich mal, der Jan ein bisschen langsamer. Auch hier schaut der Stand nicht so groß aus. Gerade mal knapp eine Sekunde Vorsprung für den Jan Hendrickes gegen den Sascha Lestrange.
Wo nach einer Runde ein minimaler Vorsprung von Sascha. Na, die Zeit oben eingeblendet stimmt dann nicht so ganz. Aber das wäre natürlich für M-Technology super, wenn hier der Jan das Ding gewinnen könnte und damit wieder auf 1:1 quasi auf Anfang zurückstellen könnte. So, vor der letzten Halbrunde ist jetzt Jan Hendrikes mit 1,229 Sekunden im Vorsprung. Das sollte eigentlich reichen, wenn er jetzt keinen großen Fehler einbaut. Das sieht bis jetzt alles super aus. Jetzt hier nochmal anbremsen. Jetzt sind sie hier wirklich Rad an Rad. Jetzt hat er ja den Vorteil, dass er jetzt hier mit, also dass er außen besser raus beschleunigen kann. Und genau das bringt ihm den Sieg. Am Anfang noch Rad an Rad. Und jetzt direkt danach konnte er da besser raus beschleunigen und den Sieg einfahren. Und damit steht es wieder 1:1 bei M-Technology gegen NF Racing. So, nächstes Duell, Christoph Bartels gegen Moritz Kranz. Ich glaube, bei ihm werde ich heute noch die Zunge brechen. Ja, das wird ein ganz interessantes Duell. Na, jetzt will meine Kamera hier nicht. Also gerade zur Hälfte verpassen. Kamera will gerade nicht, wie ich das möchte. Ins Bild. Da haben jetzt wir sie wieder. Sind wir hier im Bild. Jetzt sind wir hier im blauen Auto, das sollte der Moritz Kranz sein. Der Moritz Kranz hier nur 2 Zehntel hinter dem Christoph Bartels und der Moritz biegt es auf die engere Innenbahn ab. Also da hat er sehr, sehr gut mithalten können. Vielleicht beim Start schon ein kleiner Fehler von Christoph Bartels, wir haben es leider nicht mitbekommen. Und jetzt sehen wir es hier nach der ersten kompletten Runde schon einen Rückstand von 2 Sekunden von Moritz Kranz. Das sollte eigentlich Christoph Bartels Lok gewinnen. Er ist jetzt auf der Außenbahn, hat 1 Sekunde Vorsprung vor den Moritz Kranz. Oh, jetzt hier, ja, ein kleiner Quersteher. Also das kann es schlussendlich auch noch zunichte machen, wenn er jetzt hier einen Fehler macht. Auch hier wieder Bandenberührung, hat aber zum Glück genügend Vorsprung. Und damit Christoph Bartels locker gewonnen und damit 2:1 für M-Technology. Und Moritz Kranz ist gar nicht bis ins Ziel gefahren. So, Sascha LeStrange.
Steht jetzt hier bereit am Start, genauso wie Marcel Wiederhold. Ja, und beide gleich gut weggekommen. Sieht man keinen Unterschied. Im blauen Auto ist jetzt NF Racing, das ist jetzt der Sascha Lestrange, ist direkt auf die engere Innenbahn abgebogen. Mal sehen, was er hier jetzt für eine Zeit hinlegt, ob er da einigermaßen mithalten kann. Ja, 1,2 Sekunden Rückstand, das ist relativ viel, aber letztlich ist jetzt noch nicht so weit, dass man es überhaupt nicht mehr wieder aufholen kann. Da auch minimal rum. Jetzt haben wir es leider Und nicht da gesehen. wieder, da der Fehler von Marcel, Einschlag in die Bande. Das hat man ja jetzt schon mal. Ja, aber das Danach. hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeit gekostet. Diesmal hat er Glück gehabt, dass das Auto ganz geblieben ist. Aber schon wieder hier die Bandenberührung und jetzt hat er nicht mehr viel Vorsprung und jetzt geht er natürlich auf die engere Innenbahn mit gerade einmal 18. Vorsprung. Das sollte für den Sascha passen. Das ist auch hier wieder der Quersteher. Also bei Marcel sieht man deutlich, dass das Auto recht unruhig liegt für ihn oder bei ihm. Jetzt kann er hier zwar außen ein bisschen besser raus beschleunigen, aber das sollte nicht reichen. Und da haben wir das 2-2. Die beiden Teams machen uns hier wirklich nicht gerade einfach oder unspannend, sondern hier geht's in einer Tour. Jetzt sind wir wieder beim 2 zu 2 und haben noch ein paar schöne Rennen vor uns. So, das nächste wird sein Jan Hinterkes gegen Moritz Kranz. Ja, Jan Hennekes steht ja auf der Innenbahn. Moritz Kranz wird außen starten. Ah, und Und hier da ist der ist der Jan Jan. Hennekes besser weggekommen. Jetzt hier fast schon 1,7 Sekunden Vorsprung vom Moritz Kranz auf den Jan Hinterkes. Das könnte schon fast ein bisschen zu viel sein. Ja, gerade jetzt hier, der Jan wieder mit einem kleinen Fehler ist er zu weit rausgerutscht. Zwei Zehntel Vorsprung für den Moritz Kranz auf den Jan Hinterkes. Auf geht's zur zweiten Runde. Ja, im Bild der Moritz Kranz, der kann es jetzt etwas ruhiger angehen lassen. Und im Hintergrund der Jan Hendrikes mit dem Quersteher, mit Bandeneinschlag. Und der hat auch wieder 1,8 Sekunden Rückstand. Also das sollte jetzt fast schon der sichere Sieg für den Moritz Kranz sein. Auch mit einem kleinen Bandenkontakt jetzt, aber Sieg und damit 3 zu 2.
Dann muss jetzt der Christoph Bartels im Duell gegen Elmar Erlekotte wieder für den Ausgleich sorgen. Ansonsten wird es dann schon wieder recht schwer. Wenn der Elmar gewinnt, steht es 2-4 NF Racing. Dann ist man wieder gezwungen, alles zu gewinnen. Ja, jetzt kommt erstmal Christoph Bartels. Bin mal gespannt, wie er jetzt gegen Elmar Erlekotte aussieht. Er startet jetzt erstmal auf der Außenbahn, kann also die erste Runde ein bisschen entspannter angehen. Christoph ein bisschen besser weggekommen. Ja, und das ist schon ein deutscher Vorsprung für den Christoph mit 2 Sekunden. Da muss er schon einen größeren Fehler machen, dass der Elmar wieder rankommt. Ja, jetzt schon 1 Sekunde Vorsprung vom Christoph, das sollte eigentlich passen. Jetzt kann er es schon etwas ruhiger angehen lassen. Ja, 2,4 Sekunden Vorsprung, Alter, ist alles klar. Christoph wird hier wieder gewinnen. Und damit natürlich auch für den Ausgleich sorgen und es wieder spannend machen mit einem 3-3. Na, das ist bis jetzt ab dem Halbfinale das spannendste Duell eigentlich. Ja, Christoph feiert gleich mit einem ordentlichen Donut. Und damit geht's weiter zu Marcel Wiederhold gegen Moritz Kranz. Marcel Wiederhold auf der Innenbahn im roten Auto, Boris Kranz im blauen Auto auf der Außenbahn. Ich hoffe, der Marcel macht nicht diesmal wieder Fehler, sondern fährt mal sauber durch. Und da kommt er ein klein wenig besser weg als der Moritz. Ah, aber jetzt hier. Ein kleinerer Fehler von Moritz ist da zu weit außen, aber kann es noch retten. Ja, auch hier wieder außen an der Bande angeschlagen. Also Moritz hier nicht ohne Fehler. Jetzt haben wir jetzt die erste richtige Zeitaussage und da ist der Moritz Kranz 6 Zehntel hinter dem Marcel. Aber wir haben ja vorhin schon gesehen, dass der Marcel gerade in der letzten Runde dann doch schon des Öfteren Problemchen hatte mit dem Auto. Schauen wir mal, ob er es jetzt durchbringt oder aber wieder Fehler macht.
Ja, man hofft es natürlich nicht, hat er hier einen Rückstand von 8 Zehnteln. Das sollte eigentlich locker für den Sieg reichen, wenn er jetzt keinen Fehler macht. Ah, ein kleiner Querscher, noch nichts Weltbewegendes, aber hier, das sollte locker reichen. Man sieht hier, ja, gewinnt, nein, Marcel Wiederhold gewinnt genau gegen den Moritz Kranz. Moritz haben wir gesehen, wie er dann danach noch durchs Ziel kam. Und damit haben wir jetzt aber wieder eine Führung für M-Technology. Allerdings ganz, ganz knapp, wir haben jetzt hier 4:3. Und jetzt kommt natürlich an, Jan Hendrikes gegen Elmar Erlekotte. Sehen wir hier ein 9. Duell oder ist es nach dem 8. vorbei? Lassen wir uns überraschen, ob Jan den Matchball verwandeln kann oder ob der Elmar ausgleicht. So, beide stehen Start. Jan wird außen starten und da gehen die Lampen an. Und Jan mit dem etwas schlechteren Start, wenn ich richtig gesehen habe. Es sieht eigentlich gut aus beim Jan, aber er hat nur 7 Zehntel Vorsprung auf Elmar Erlekotte. Der scheint jetzt noch ein bisschen Zeit gefunden zu haben. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt ist er auf der schnelleren Außenbahn, ob er jetzt nochmal ordentlich nachlegt und vielleicht gleich die Führung übernimmt. Ja, und das sollte reichen mit Elmar. Er kommt jetzt noch nicht ganz optimal raus, aber mit knapp 3 Zehnteln liegt er derzeit vorn. Ja, was hat er jetzt für einen Vorsprung rausfahren kann? Das ist jetzt wichtig. Wenn jetzt, Elmar mit einem kleinen Quersteher und hat jetzt 1,1 Sekunden Rückstand. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen offener. Jetzt sind wirklich beide mit der Möglichkeit für den Sieg hier einzufahren. Und das ist natürlich für einen Elmar ganz, ganz wichtig hier zu gewinnen, denn dann macht er doch mal den Weg frei für ein 9. Duell und damit wird das erste Mal, wenn wir hier wirklich alle 9 Rennen brauchen. Das ist hier super knapp, aber ja, Jan Hendrikes hat geschafft, ganz minimaler Vorsprung vor dem Elmar und damit haben wir hier schon unseren Sieger von Platz 3. Also Platz 3 hat jetzt M-Technology, NF-Racing nur in Anführungsstrichen Platz 4. Aber es war eine ganz spannende Geschichte und es hätte leicht auch andersrum ausgehen können. Oh ja, also das war jetzt, da konnte man wirklich bis zur letzten Sekunde nicht sagen, wer von beiden da den Sieg davontragen wird. So, die Fahrer machen sich jetzt warm fürs große Finale zwischen Notox Racing und Core Motorsports. Ich hoffe ja, dass es ein ähnlich spannender Durchgang wird wie jetzt beim Lauf um Platz 3, dass wir möglichst viele Läufe sehen.
und dann am Ende der Sieger feststeht. Wir hatten ihn vorhin schon im Interview, jetzt nochmal dabei ist der Christoph Bartels. Und ja, euer M-Technology-Team hat es aber ordentlich spannend gemacht, Christoph. Ja, wenigstens haben wir noch den dritten geholt, ne? War ja, jetzt unser Ziel und haben wir erreicht. War zwar knapp, aber verdient, würde ich sagen. Ja, nachdem er da am Anfang ein bisschen zurücklagt, oder beziehungsweise wieder ausgeglichen wurde, hattet ihr da schon Bedenken, dass es vielleicht doch nie reicht? Nee, die Rennen, die Heats, die wir da verloren hatten, die sind halt unglücklich gelaufen. Der Marcel, der hatte da ein kleines Problem, ein technisches auch. Und von daher waren wir da doch ganz guter Dinge. So, der erste Durchgang hier im Finale ist Sebastian Röhn gegen Daniel Legner. Sebastian Röhn im roten Auto, Daniel Legner im blauen. Ja, damit Daniel Legner auch mit der schnelleren Außenbahn für die erste Halbrunde. Beide gut weggekommen. Jetzt werden wir hier mal mitfahren, mal schauen, ob wir hier einen Fehler erkennen können oder ob es jetzt beim ersten ohne Fehler abläuft. Man muss natürlich sagen, die Fehlerhäufigkeit ist jetzt, je weiter es ging, immer mehr gestiegen. Jetzt haben wir bei Platz 3 schon einige Fehler gesehen. Der R8 scheint also nicht so einfach zu fahren sein. Und Daniel Legner jetzt hier mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf den Sebastian Röhn. Jetzt hier super knapp, da sind gerade mal 6000, also hier ist überhaupt noch nichts entschieden, beide wirklich gleich schnell. Jetzt hier ein kleiner Quersteher. Ein kleiner Quersteher vom Sebastian Röhn, aber das dürfte nicht so viel Zeit gekostet haben. Also ein Rückstand von 1,2, na, das ist jetzt schon fast schon ein bisschen kritisch, also da muss er jetzt nachlegen, damit er da dranbleiben kann. Oh, und jetzt hier wirklich beide gleich auf. Jetzt hat natürlich der Außenfahrende ein bisschen Vorteil und das reicht auch. Sebastian Röhn nimmt hier den Sieg mit und macht damit Nein. ein. Daniel Legner hat gewonnen. Daniel Legner, oh, da habe ich noch. Das war so knapp, da habe ich den falschen als Sieger identifiziert. Also Daniel Legner von und damit Core Motorsports mit dem ersten Sieg. Und das ist gleichbedeutend mit der ersten Niederlage im ganzen Event für Sebastian Röhn. So, nächster Durchgang ist jetzt Manuel Hähnel gegen Sebastian Schmitz. Da kann Core Motorsport schon auf 2-0 davonziehen oder der Manuel schafft es, das 1-1 herbeizurufen. Sebastian Schmitz startet hier auf der langsameren Innenbahn. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger bei in der ersten Runde, wenn man noch nicht wirklich ganz sicher ist. Mal sehen, wie er es umsetzt. Beim Start war er ein wenig besser. Man sieht jetzt hier den Vorsprung, der sich noch vor der ersten Kurve rausfährt, vor dem Manuel Hähnel. Also das ist erstmal gut gelaufen. Ja, der ist ja super schnell unterwegs, wenn man sieht, er war eigentlich auf der langsameren Bahn und hat gerade mal ein Zehntel
Ja, das ist ganz hinten Vorsprung auf den Ronny Hähne, auf den Manuel Hähne. Also, das ist schon eine richtig starke Leistung. Das heißt natürlich, das Auto nicht überfahren und einen Fehler zu machen. Ja, das ist natürlich einen ordentlichen Vorsprung. Er kann es jetzt eigentlich ruhig angehen lassen. Na ja, jetzt mal sehen. 2,5 Sekunden hat er hier Vorsprung. Also, da braucht er wirklich nicht mehr das Auto zu überfahren. Ja, bevor er jetzt in diese Ausrunde geht, hat er jetzt noch 1,8 Sekunden Vorsprung, also eine Sekunde verloren auf dieser engeren Innenbahn, aber das reicht natürlich locker, dass er jetzt gewinnen könnte. Also ein kleiner Querstau hier von Manuel Hähnel, also. Und damit ist 2 zu 0 für Chor. Ja, hat Sebastian noch einen kleinen Fehler eingebaut, haben wir in der letzten Kurve, aber den Sieg konnte ihm da eigentlich niemand mehr nehmen. Damit hat Chor mit 0-2 schon ein kleines Polster sich erarbeitet. Nächstes Duell ist Ronny Hähnel gegen Robert Gödicke. Das ist natürlich auch ein Kracher-Duell. Hier besteht jetzt die Möglichkeit, dass der Ronny entweder auf 1-2 rankommt oder Chor schon wirklich eine kleine Vorentscheidung macht mit 0-3. So, Robert Gödicke wird hier auf der Außenbahn starten. Beide ja gleich gut weggekommen, also kein Unterschied hier zu sehen. Wobei der Robert ein bisschen mehr Wheelspin hatte beim Rausbeschleunigen. Und jetzt gleich ein kleiner Fehler hier, ist geradeaus gerutscht. Mal sehen, ob er das wieder aufholen kann. Der Ronny ist ein Gegner, da darf man eigentlich keinen Fehler machen, ansonsten kann man den nicht einbremsen. Jetzt sieht man hier auch, der Abstand beträgt nur eine Sekunde, also das ist schon richtig knapp. Ja, aber das kann er gut ausnutzen, da Robert immer noch knapp 4 Zehntel vor dem Ronny Hähnel. Und wenn das jetzt der Robert Gödicke gewinnt, dann ist das fast schon die Vorentscheidung, denn dann steht es schon 0-3 gegen Notox Racing. Ja, das ist schon ein recht deutlicher Vorsprung jetzt mit 2 Sekunden. Ja, das sollte eigentlich reichen, aber ja, eigentlich keinen Fehler mehr machen. Jetzt muss ich ja bloß noch durchkommen. Da schien Ronny Hähnel einen Fehler gemacht zu haben. Ich habe ihn da leicht an der Bande gesehen und der Abstand ist, sagt jetzt auch einiges. Damit das 3-0 und auch hier die erste Niederlage für Ronny. Also jetzt sieht's wirklich schlecht für Notox Racing aus. Jetzt müssen sie ordentlich vorlegen, am besten gleich die nächsten 3 Rennen gewinnen, damit es da wieder offen wird. Ansonsten sind sie schon ganz nah an einer Niederlage. Als nächstes jetzt Sebastian Röhn gegen Sebastian Schmitz. So, Sebastian Schmitz wird wieder auf der Innenbahn starten.
waren hier nicht gleich auf. Der Sebastian war da ein bisschen besser weggekommen, hatte dann aber viel Wheelspin. Und dann denken wir auch hier, kein großer Unterschied zu sehen. Ja, der Sebastian Röhn scheint hier relativ viel Vorsprung sich rausgefahren haben in der knapp ja, eine Sekunde. Eine Sekunde ist nicht viel. Das sah noch mehr aus. Da habt ihr anscheinend in dieser letzten Links noch mal ein bisschen verloren. Da ist auch ein kleiner Vorsprung von Sebastian Spitz. Ja, dann haben sie da leider nicht angezeigt. Ich würde es einfach mal so auf 1 bis 2 Zehntel schätzen, die er da jetzt einen Vorsprung hat. Mal sehen, wie gut er jetzt diese Innenrunde absolviert. Denn bei der muss man wirklich ganz präzise fahren und dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Auch hier nicht wirklich viel Rückstand. Jetzt sogar eine Sekunde. Ja, sogar ja, nur 8 Zehntel verkürzt. Also das sieht sehr, sehr gut für den Sebastian und damit auch für Core Motorsports aus. Ja, man sieht es hier hinten der Audi vom Sebastian Röhn einfach abgeschlagen. Sebastian Schmitz gewinnt hier und damit Core Motorsports kurz vorm Matchball 4:0 schon. Also 4:0 Finale gegen Notox ist mal eine Ansage. Ja, vor allen Dingen wird es jetzt sehr, sehr schwierig für Notox zu gewinnen, weil man darf sich einfach keinen Fehler mehr erlauben. Jetzt ist das Duell Manuel Hinnel gegen Robert Gödige. Ja, da muss ich einfach sagen, schätze ich den Robert einfach stärker ein wie den Manuel. Rein von den Ergebnissen, die bis jetzt gefahren wurden, das auf jeden Fall. Es wird jetzt auf jeden Fall sehr schwer für Notox, weil sie jetzt alle Läufe gewinnen müssen. Ja, Robert Gödige wird außen starten in Manuel Hähne. Ja, und was ist das für ein Riesenvorsprung? Robert hier mit einer super ersten Runde. Über 2 Sekunden Vorsprung auf den Manuel Hähne. Jetzt darf er hier bloß keine Fehler mehr machen, dann hat er das Ding schon fast in der Tasche. Ja, und der Manuel kämpft hier, gibt hier wirklich alles. Man sieht, er hat so ein bisschen den sauberen Fahrstil. Er fährt weniger mit Wheelspin, sondern fährt das Auto nur sauber um die Kurven und hat jetzt nach der ersten kompletten Runde 1,8 Sekunden Rückstand. Aber der Robert hier auch ganz knapp an der Mauer vorbeigerutscht, also der gibt trotzdem noch alles. Ja, der Robert hat eh immer so einen aggressiveren Fahrstil. Entschuldigung. Ja, und jetzt hier schon riesen Vorsprung, das sollte er quasi in der Tasche haben. Ja, 3,8 Sekunden, aber jetzt hier Quersteher, er kann es eigentlich ruhiger angehen lassen, aber... Wer einen Robert kennt, weiß, dass er das nicht kann. Damit das 5:0 und der Sieg im Race of Champions für Core Motorsports. Ja, also das war wirklich eine überzeugende Veranstaltung oder Vorstellung hier von Core Motorsports. Einfach mal Notox Racing damit 5:0 abzuservieren. Also, das hätte ich vor dem, einfach vor dem Finale nie geklappt. Da hätte ich wirklich gedacht, es ist hier alle gleichmäßig da verteilt. Wir sehen wirklich so ein 5:4. Aber man muss sagen, ja, einfach Core Motorsports überlegen. Ganz anders als der M-Technology gegen NF Racing, wo es wirklich richtig knapp war und wir mit 5:3 fast alle Rennen gesehen haben. Ja, also wirklich 5:0 jetzt gegen Notox Racing ist eine wirklich überragende Leistung. Da muss man wirklich den Hut ziehen vor Core.
Es war stark gefahren und damit auch verdient Sieger im Race of Champions 2012. Den Titel wiederholt von letzter Saison oder vom letzten Jahr. Noch einmal, dann dürfte den Wanderpokal behalten. Ja, und ich werde jetzt mal versuchen, jemanden von Notox und jemanden vom Chor zu haschen, um erste Interviews zu bekommen. So, ich habe jetzt mal sowohl den Ronny Hähnel als Vertreter von Chor Motorsports als auch von Notox Racing natürlich, als auch mehrere Vertreter von Chor Motorsports hier bei uns in der Sprecherkabine. Ja, kommen wir vielleicht erstmal zu den Notox Racing Leuten, also zum Ronny Hähnel. Das war ja für euch richtig schlimm eigentlich. Also wir haben alle spekuliert, das wird so 5-4, man weiß vorher gar nicht, wer überhaupt gewinnt. Aber was war mit euch los? Ja, ich weiß auch nicht genau. Wir hatten irgendwie ein bisschen Probleme im Finale, weil ja unsere Autos haben, oder beziehungsweise der Audi hat ziemlich untersteuert. Und ja, im Endeffekt war ich knapp irgendwie 7/18 von meiner Bestzeit weg. Also irgendwie habe ich das Finale komplett verhauen, genauso wie der Sebastian. Der hat sich eigentlich auch nur über Untersteuern beklagt. Ich weiß nicht, woran es lag, aber Glückwunsch an Chor Motorsport. Ja, wer will jetzt von Chor Motorsports was zum Titel sagen, zum zweiten hintereinander? Ich ja, will. Jeder. Ja, Herr Schmitz, los. Okay. Ja, ich bedanke mich erstmal für das schöne Finale an Notox. Freue mich aber natürlich, dass wir gewonnen haben. Das hat echt Spaß gemacht. Nachdem es schon so knapp war im Halbfinale, freue ich mich jetzt, dass es geklappt hat, die Titelverteidigung, und hoffe natürlich auch, dass alle Spaß am Event gehabt haben. Ja, das waren schon meine Worte. Habt ihr mit einem deutlichen Sieg gerechnet oder wart ihr selber ein bisschen überrascht? Also wir haben jetzt im Finale, haben wir jetzt echt damit gerechnet, dass es entweder A, Bock schwer wird, falls wir es holen sollten, oder dass wir es halt eben ja eher verlieren. Hatten wir jetzt eher gedacht, weil, wie der Sebastian schon gesagt hat, das Halbfinale war schon sehr, sehr eng. Aber es kann auch einfach sein, keine Ahnung, ob es jetzt an den Fahrzeugen lag, dass die uns jetzt ein bisschen besser gelegen haben, jetzt sowas wie so ein GT3-Wagen jetzt halt eben im Vergleich jetzt zu dem Stocker oder jetzt zu dem Allrad Peugeot. Also der Peugeot ist zum Beispiel so ein Fahrzeug gewesen, entweder kommt man mit dem klar oder halt eben überhaupt nicht. Das ist ein komplett anderes Fahrverhalten, als man uns, sag mal in Anführungsstrichen, gängigerweise gewohnt war. Und ja, deswegen. Also jetzt das Finale, sau überraschend. Hat keiner mitgerechnet, glaube ich. Also erst recht wir selbst nicht. Ja, nächstes Jahr wahrscheinlich mit R-Faktor 2. Seid ihr wieder dabei? Ja, klar. Titel verteidigen, immer. Muss. Daniel sagt gar nichts. Der ist schon tot. Ja, nee, ich halte mich schön zurück. Ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. War ein schönes Event. Er ist schon den Sekt am Trinken. War ein schönes Event, hat super viel Spaß gemacht, ist hat mal was ganz anderes, auch die vielen verschiedenen Autos. Und ja, freue mich auch aufs nächste Mal, falls es eins gibt. Gehe ich doch schwer davon aus. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass wir das hier so hingebogen haben wieder.
Ja, dann kann ich auch nochmal plus euch danken. Ihr habt echt super Racing uns geboten. Und ja, war zwischendrin gerade der Kampf um Platz 3 war ja unheimlich spannend. Also da haben wir ja mit 5:3 ganz knapp. Und ja, ihr habt eigentlich alles klar gemacht und ich freue mich schon auf nächstes Jahr und hoffe, dass es wieder so spannend wird. Ja, vielleicht noch ein paar abschließende Worte von meinem Co-Moderator Mike. Ja, von mir auch Glückwunsch an Co. Sensationelle Leistung im Finale. Nur tot mit 5-0 zu besiegen, es hat schon mal was. Notox war sicherlich über das ganze Event ja teils eine Nummer für sich. Also wenn man überlegt, dass der Sebastian und der Ronny bis zum Finale noch nicht eine Niederlage hatten, zeigt das eigentlich schon, wie stark die beiden waren. Ja, von daher Glückwunsch an euch, Glückwunsch aber auch an Notox, dass sie ins Finale gekommen sind. Denke, ihr seid nächstes Jahr sicherlich wieder mit dabei. Ansonsten war ein schönes Event und hat Spaß gemacht. Ja, Nito. Ah, dann bis nächstes Jahr und keep racing.